Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe Gäste, hallo Marco. Ich habe heute leider nicht die Möglichkeit, im Podcast zu sein. Beruflich gab es da so ein paar Krisen, die bewältigt werden mussten. Aber ich habe das Spiel gesehen am gestrigen Freitag. Ja, die erste Heimniederlage des 1. FC Köln diese Saison. Ja, schon bitter. Natürlich waren auch hier in diesem Spiel die Chancen da, 1-0 in Führung zu gehen. Ne, diese erste Kopfballchance, wo sich Anderson und Modest so ein bisschen gegenseitig behindern irgendwie. Die sah schon sehr torig aus. Da muss eigentlich ein Tor fallen. Dann hast du auch eine Drangphase zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, und die musst du halt einfach mal nutzen, deine ganzen guten Phasen, um so ein Spiel auch mal für dich zu entscheiden. Ja, es ist jetzt leider so, dass sich das durchzieht in den Spielen, wo wir die Tore recht leicht erzielen. Da gewinnen wir auch. Aber es gibt dann so Tage, da geht irgendwie gar nichts und du hast das Gefühl, wir könnten hier jetzt noch 90 Minuten weiterspielen und würden immer noch kein Tor erzielen. Also insofern schon irgendwie eine verdiente Niederlage. Ich fand Augsburg tatsächlich so ein bisschen griffiger, gerade in den Phasen, wo sie den Sack halt zumachen mussten. Aber Augsburg ist halt Augsburg, ne? Es gibt, glaube ich, keine Mannschaft in der ganzen Bundesliga, die so gut daran ist, dich auf ihr Niveau runterzuziehen und dich dann mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Da hat es an dem Tag wirklich gereicht, dass Ruben Vargas einfach ein schneller Spieler ist und Niklas Dorsch eine herausragende Form hat. Aber ich sag's, wie es ist. Für mich hätte Dorsch zum Zeitpunkt seines Assists zum 1-0 und dann bei seinem 2-0 später nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Der hat für mich in der ersten Halbzeit Salih Özcan schon mal das Schienbein neu sortiert, was nicht mehr als Foul gewertet wurde von Ittrich. Dann in der zweiten Halbzeit diesen Freistoß verursacht mit einem Tackling, was klar in die Beine unseres Spielers, ich glaube, es war Hector, ging. Und dann noch diese Beleidigung, für die er dann gelb gesehen hat. Also für mich waren das drei gelbe Karten. Das muss mindestens in der Summe gelb-rot sein. Und der Typ darf gar nicht mehr auf dem Platz stehen. Also insofern, na, ist immer leicht, eine Niederlage auf den Schiedsrichter, zu schieben. Aber hier finde ich tatsächlich, dass Dorsch einfach mal die Fresse halten sollte und froh sein sollte, dass er noch auf dem Platz stehen darf. Ja, und dann dieser super arrogante Jubel da vor dem oder nach dem 2-0, ne, dieses Nicht-Jubeln. Arrogante Scheiße, soll er sich knicken. Das kannst du machen, wenn du bei Mailand spielst, aber nicht, wenn du einer von vielen beim FC Augsburg bist. Will keiner sehen, diese Arroganz. Soll er sich knicken, vielleicht auch mal seine Haarfärberoutine überdenken. Ja, ich fand ihn immer ganz cool bei Heidenheim, hätte ihn gerne beim FC gesehen, aber jetzt, nachdem er da so unsympathisch aufgetreten ist, soll er sich von mir aus gehackt legen und beim nächsten Mal wünsche ich mir, dass er seine direkten gelben Karten sieht und dann ist er raus aus der Nummer. Wie seht ihr das, ihr drei, die ihr gerade in der Diskussion seid? Wäre das eine gelb-rote Karte gewesen oder sehe ich das falsch? Also, ja. Erzähl's mal. Ich höre mir die Folge dann nächsten Montag gerne an. Bis dahin, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Tschö. Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. 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 Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge trotzdem hier, dem Podcast des 1. FC Köln. Hattingen auf jeden Fall wieder dabei mit mir und Hamburg, ja, da haben wir andere Besetzung aus Hamburg, denn unser werter Podcast-Vater, der Dennis, der @KYLennep, ist leider beruflich bedingt heute nicht dabei. Aber wie gesagt, wir haben ja in Hamburg auch eine sehr starke Fraktion an Hörern. Und unser Hausfreund, wie ich ihn immer gerne nenne, der kommt ja auch aus Hamburg und der ist kurzfristig eingesprungen. Moin, Raik, hi. Ja, moin, Marco. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Freut mich, ja.
wäre mir zwar lieber gewesen, wenn Dennis auch mit dabei ist, aber das kriegen wir auch so hin. Das kriegen Freue mich da zu sein. Genau, genau. Wer den Reik noch nicht kennt, aus dem Verzählnix-Podcast bei Twitter mit @fchh, aber ich denke, viel unserer Hörer kennen dich auch schon. Du bist ja auch schon ein, zumindest ein kleiner Teil unserer liebgewonnenen Hörerschaft und auch ja schon, glaube ich, mittlerweile wahrscheinlich der mit den meisten Folgen bei uns, würde ich mal gucken. Ich hab tatsächlich gar nicht durchgezählt, aber so ein paar waren es schon irgendwie, die letzten Jahre entlang, ja. Ich denke mal, der Thomas ist auch sehr, sehr häufig auch dabei gewesen und der Ralf Friedrichs, aber ja, irgendwie so in der Region, ne? Genau. Und genau, wie wir festgestellt haben, meistens auch bei Spielen, die nicht so prickelnd gelaufen sind. Das ist auch ja mittlerweile liebgewordene Tradition. Ja, also den Reik laden wir uns nur ein zum Abranten. Also ja, der erste, also der FC Augsburg, der wird auch heute wieder sein Fett wegbekommen, weil es ist ja so, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, Dennis ist nicht da. Heute wird's justiziabel, könnte es werden. Schauen wir mal. Gucken, ob wir noch dran vorbei. Das legendärste war ja, glaube ich, diese 2-0-Niederlage bei Union, wo wir so richtig schlecht gespielt haben. Da weiß ich, dass ich danach zum Super. Ja. Ach, so schlimm war es nicht, aber nee. Hören wir auch mal, was unser neuer Gast, also tatsächlich auch mit dem trotzdem hier Debüt, zu dem Spiel nachher zu sagen hat. Das ist der Jörn aus Düren, aber gebürtig aus Köln, bei Twitter @0,2 und heißt dann 0,2 Kölsch. Moin Jörn. Ja, moin zusammen alle, ihr lieben FC-Freunde oder soll ich Leidesgenossen sagen? Das ist ja, es trifft immer beides zu auf jeden Fall. Zurzeit auf jeden Fall mal wieder in der, ich sag mal, wir stecken in einer kleinen Krise. Ja. Wie seht ihr denn das Spiel? Also ich habe tatsächlich... Ich sag mal so, ich habe in unserer FC, also in der FC-Timeline mit Dennis geschrieben bei WhatsApp. Ich so, ja, also das ist ein Stand noch 0-0, das ist ein Spiel, das verlieren wir am Ende 0-3. Mhm. Also ganz so schlimm ist es ja nicht gekommen, aber weiß nicht, für mich hat sich das leider abgezeichnet irgendwie. Ach, irgendwie, ich hatte zwar Hoffnung und hatte vorher auch eigentlich auf den Heimsieg getippt, weil ich dachte, wir sind ganz gut drauf. Und gerade ja auch diese Tendenz, die wir jetzt immer hatten, so gesagt haben, wir sind einfach einen Ticken besser als im letzten Jahr und Spiele, die wir im letzten Jahr verloren hatten, spielen wir jetzt eher unentschieden und manchmal kippt es dann auch richtig gut auf unsere Seite. Und irgendwie ging das Spiel sich auch ganz gut an, aber man hatte wieder so ein bisschen das Gefühl, dass zwar die Spielanlage gepasst hat, die Idee gepasst hat, dass aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund einfach diese offensiven Aktionen, die du hast, einfach nicht konsequent zu Ende gespielt werden. Ne? Du hast da zwar eine ganze Menge Chancen irgendwie kreiert, aber das war alles nicht so richtig zwingend. Und ja, dass du dann zwei so eine Eier fängst, ne? Ich meine, das 2-0, das macht der Dorsch von 100 Versuchen einmal, dass er den so trifft und dass vorher das 1-0 dann einfach durch so einen blöden Abpraller fällt und dem Hahn da genau vor die Füße fällt, hat irgendwie gepasst. Ne? Also, du machst es vorne nicht und dann hast du halt einfach in der Konsequenz die zwei Dinger da hinten drin. Ja. Ja, genau. Ich dachte auch, dass wir vielleicht nach Bielefeld die richtigen Lehren gezogen hätten. Gerade gegen Mannschaften, die echt nickelig sind und manchmal auch ein bisschen... ja, fies sind, dass der FC sich da nicht aus dem Konzept nehmen lässt, aber ist leider auch anders passiert. Ja. Ja, also ehrlicherweise, als Skiri kurz vor Spielbeginn bekannt wurde, dass er nicht spielt, habe ich gedacht so, ich bin mal gespannt, wie der FC das löst. Also Hector war ja wieder zurück, Uth noch krankheitsbedingt draußen. Was war denn bei Skiri überhaupt los? Ich bin wirklich erst zum Spielbeginn reingekommen und habe das nicht irgendwie gehört. Haben Sie das im Vorbericht gesagt, was er genau hatte? Nee, also es ist zumindest bisher mir auch noch nicht so, also steht nur, er ist krank. Mhm. Hört sich so ein bisschen Erkältung oder irgendwas in die Richtung an. Ja? Es hört sich so an, als ob einfach Erkältung. Mhm. Ich hoffe mal nicht, dass es Corona ist. Ich glaube, da
Dann hätte es, glaube ich, mehr Alarm gegeben irgendwie, ich oder? Ich glaube auch, dann hätte es mehr Alarm gegeben, aber ja. Ja, also ich gehe davon aus, dass es einfach tatsächlich, wie jetzt halt in jetzt bei den Witterungsbedingungen mal vorkommt, dass man sich einfach einen Schnupfen holt, Grippe, was auch immer, und ja. Hat er vielleicht ein bisschen lang vor der Glühweinbude gestanden am Tag davor, ne? Das kann durchaus sein, wobei Skiri, glaube ich, jetzt finde ich, glaube ich, weiß nicht, ob das so eine Ich glaube, der trinkt gar keinen Alkohol. Nee, glaube ich auch nicht. Da hab ich nur von mir auf andere geschlossen, weil ich war vorher auf Weihnachtsmarkt, bevor das Spiel da war. Aber ich musste ja auch nicht aufs Feld. Genau, das ist richtig. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich meine, wenn man dann nachher auf die nackten Zahlen guckt und sieht, dass wir auch knapp 4 Kilometer weniger gelaufen sind, dann ist das immer, glaube ich, das, was uns auch so ein bisschen ausgezeichnet hat in den letzten Wochen, dass wir immer mehr gelaufen sind als der Gegner. Ansonsten, ja, aber wir sind mehr gelaufen gegen Gegner, die über uns stehen. Ne? Ja, und ja, dagegen, ja. Gegen Bielefeld sind wir auch nicht mehr gelaufen. Bielefeld ist auch mehr gelaufen als wir. Ja. Also Gladbach waren wir dann, glaube ich, auch 4 oder 5 Kilometer mehr. Ne? Ja. Also das ist tatsächlich, es ist tatsächlich bezeichnend. Ich meine, es verwundert mich ehrlicherweise nicht, dass wir uns immer noch mit der spielerischen Eröffnung Schwierigkeiten haben. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, normal, wenn man überlegt, dass wir letzte Saison tatsächlich gegen den Abstieg gespielt haben. Das ist noch gar nicht so lange her und das muss man sich vielleicht immer noch vor Augen halten, dass wir erst vor 15 Spielen gerade so eben dem Abstieg entkommen sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Saison ist für mich immer noch so, wir haben jetzt 19 Punkte nach 15 Spielen. Eigentlich ist das tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben deutlich mehr Punkte als letztes Jahr zur gleichen Zeit. Aber irgendwie erwartet man von der Mannschaft mittlerweile doch mehr als das, was da aktuell gerade rumkommt. Ja. Ach, diese Erwartungshaltung bei den Fans schon wieder. Mann. Ja, das, ja. Also das, ja, nee, das, ich mein, du, ich, das ist ja wirklich so, ne? Also ich meine, irgendwie, ich weiß nicht, ob das allein mit Steffen Baumgart zusammenhängt, aber irgendwie finde ich. Na schon, klar. Dass, also ich meine, wenn du 4-1 gegen Gladbach gewinnst und tatsächlich haben wir gegen starke Gegner oder gegen potenziell stärke Gegner immer sehr gut ausgesehen, weil wir eben halt nicht das Spiel machen können, weil wir halt da eben in dieses schnelle Gegenpressing kommen können. Und aber du hast tatsächlich auch gegen schwächere Gegner ja dieses Jahr gepunktet. Du hast gegen Fürth gewonnen, okay, gegen Fürth gewinnt eigentlich fast jeder, fast außer Union Berlin. Also, ne? Ja, genau. Aber das kam ja dann irgendwie noch oben drauf. Ne? Es war ja jetzt nicht diese gleiche Choreografie wie im letzten Jahr, dass du halt gegen die Mannschaften, die da unten mit drinne stehen oder die bei dir vermeintlich auf Augenhöhe sind, irgendwie dich immer schwer getan hast und dann nur diese crazy Dinger gegen Leipzig oder gegen Dortmund oder sowas gewonnen hast oder da gegen Wolfsburg gepunktet hast. Und dieses Jahr hast du halt tatsächlich auch mal die Mannschaften geschlagen, die da unten mit drin stehen. Ne? Du hast eine Hertha geschlagen, du hast, wie du schon gesagt hast, Bochum geschlagen, du hast Fürth geschlagen und du hast natürlich auch einfach, deswegen musste ich auch so die ganze Zeit nicken, als du von Erwartungshaltung oder als wir zu diesem Thema Erwartungshaltung hinkamen, du hast halt einfach gesehen, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft drin steckt, wenn die wirklich gut zusammenkommen, wenn die PS da auf die Straße bringen, die sie haben und dass du dann halt einfach ein Gladbach da 4-1 wegfiedeln kannst. Ne? Ich meine, gut, die scheinen im Moment ja richtig heftige Probleme zu haben, da irgendwie mit 14 Gegentoren in 3 Spielen, das ist ja schon echt knackig irgendwie, aber du weißt, dass es eigentlich besser geht, ne? Und hast dann halt auch so, weiß nicht, Mainz war auch so ein Spiel, da war ja tatsächlich auch vor Ort, wo du dann eigentlich die Gegner dominiert hast und dann fängst du dir total bescheuertes Tor ein und musst dann wieder die ganze Zeit hinterherlaufen, nutzt deine Chancen nicht und irgendwie war es gefühlt hier auch so, nur dass ich bei dem Spiel jetzt gegen Augsburg hatte ich irgendwie das Gefühl, dass wir offensiv noch deutlich schwächer irgendwie drauf waren. Also zumindest was die Konsequenz dann anging, diese Chancen dann auszunutzen. Und das war irgendwie, das fand ich ein bisschen frustrierend. Das hat sich ein bisschen wie ein Rückschritt angefühlt irgendwie. Ja. Das, also diese offensive, naja, Harmlosigkeit möchte ich es nicht nennen, weil wir spielen uns ja durchaus Chancen, aber uns geht im Moment so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit ab. Und
Ja, das und ist was natürlich dann schwierig, ne? Also du musst schon Tore schießen, um zumindest Spiele gewinnen zu können. Und was bitte macht ein Andersen da im Moment vorne drin, ne? Das ist ja auch, boah, meine Güte, ja. Ey. Also der zumindest tut er sich im Moment keinen wirklichen Gefallen, auch irgendwie mit seinem ganzen Thema Körpersprache. Und ja, klar ist er eher so ein bisschen der Zurückhaltende und vielleicht sieht das ja auch immer so ein bisschen neben Toni, der ja da schon sehr, sehr outgoing ist, immer auch so ein bisschen komisch unbeteiligt aus, aber irgendwie, wenn du dir die Laufwege von ihm anschaust, wenn du dir anguckst, wie die sich manchmal zum Teil ja auch auf den Füßen stehen, wenn die zu zweit da vorne drin sind, man weiß ich nicht, so richtig gut funktionieren tut das nicht. Also da hat mir ein Uth als Alternative wirklich echt gefehlt an der Stelle. Weil der dann einfach auch nochmal andere Räume bespielt und auch nochmal anders reingeht. Und du hast halt auch nicht diesen Wandspieler dann in dem Sinne da, ne? Dass du den einfach hoch anspielen kannst und dann verteilt der irgendwie die Bälle. Irgendwie Andersen hängt für mich im Moment echt ein bisschen in der Luft. Der macht doch, ich finde auch, dass er kaum Bälle festmachen kann. Wenn er da mal im Mittelfeld angespielt wird, springt ihm der Ball meistens, weiß ich nicht, gefühlte 20 Meter von der Brust weg und dann muss er da nochmal hinterherlaufen. Ja, und da wirkt Toni einfach auch sogar in der Hinsicht dann tatsächlich besser, ne? Dass er dann deutlich mehr Bälle festmachen kann und dann einfach auch nochmal diesen Schritt auch mal raus auf den Flügel macht oder einfach auch nochmal ein bisschen weiter zurück und im Anlaufen da auch konsequenter ist. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass er dem Toni einfach auf dem Weg steht. Es ist doch eigentlich einfach zu sagen, hör mal, Toni, du läufst durch bis zum Fünfer und Sepp, du bleibst am Elfmeterpunkt stehen. Nein, es kommt eine Flanke und ich habe das Gefühl gehabt, das war ja schon in der ersten Minute, als der Modest den Kopfball, das sah ja so aus zuerst, als ob Andersson einen Kopfball gemacht hat, da hatte ich das Gefühl, dass der dem fast in den Rücken läuft. Warum bleibt er nicht einfach auch stehen? Er will auch auf den Ball zulaufen, aber er sieht auch, dass Toni da steht. Das ist immer so, wenn du denkst, dass du vermeintlich besser positioniert bist irgendwo und dich dann damit reinwirfst. Aber ja, wirkt auf mich genauso. Als ich die Szene irgendwie gesehen habe, dachte ich so, Mensch, Jungs, was macht ihr denn da? Ne? Warum steht ihr euch da gegenseitig auf den Füßen rum? Ne? Ja. Also wir können ja gerne mal bei dem Thema Sebastian Andersson bleiben, weil wir haben ja auch aufgerufen, stellt uns eure Fragen oder habt ihr Themen, die wir diskutieren sollen. Das Thema Sebastian Andersson ist tatsächlich sehr prominent besetzt. Also okay. Vom Mape-21 kommt, wie wenig Lust hat eigentlich Andersson aktuell? Laut Gesichtsausdruck hat er gar keine Lust mehr. Ja, also tatsächlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, mir ist das auch jetzt nachträglich oder rückwirkend aufgefallen bei dem 4-1 gegen Gladbach. Da ist ja noch nicht mal Freude nach dem Tor. Also er kommt rein, macht ein Tor, aber nochmal, der hat ja jetzt auch noch nicht zweistellig die Saison geknipst, so dass du sagen kannst, ja komm, den nehme ich jetzt mal hier mit und das ist mein Eckteam und da jubel ich nicht. Wobei, es kam ja auch ein bisschen komisch vor, vielleicht ist das aber auch dieses Thema, dass man selber ja dann einfach so euphorisiert war in dem Moment, dass man überhaupt nicht verstehen kann, wenn du als mit Fanbrille da drauf schaust, dass er sich dann nicht irgendwie großartig drüber freut. Ich meine, wenn ich so mal zurückgucke, während der Union-Zeit, wo er da auch relativ häufig getroffen hat, da war das, also der ist nie derjenige, der dann irgendwie wappenküssend in die Kurve läuft und noch den Klinsmann-Diver auspackt oder sowas. Eigentlich ist der auch so einer, der läuft dann direkt ins Tor durch, nimmt den Ball wieder mit und läuft zur Mittellinie dann zurück. Ne? Also dass er jetzt nicht der hochemotionalste Typ ist und da jedes Mal ein Freudentänzchen aufführt, okay, aber das wirkt schon, also es wirkte in dem Moment auch ein bisschen komisch, ne? Weil wenn du dann 4-1 machst und das Spiel ist durch, du hast endlich mal getroffen, du hast so das Gefühl, ja, vielleicht hat sich jetzt mal so ein Knoten gelöst irgendwie oder du konntest mal mit dem Fuß von der Bremse irgendwie runterkommen, das ist schon ein bisschen eigenartig, dass er diesen Rückenwind dann nicht genutzt hat, weil man dachte ja auch echt so, Mensch, jetzt haben alle mal sich belohnt und alle mal getroffen, die vorher mal so ein bisschen in der Luft gehangen haben, war es ein Duda oder ein Uth und dann halt auch noch anders obendrauf und ja, dass das irgendwie nicht dazu geführt hat, dass er sich jetzt mal ja noch besser einfügt in die ganze Thematik. Ich weiß aber auch nicht, ob das die richtig gute Idee ist, mit zwei Kanten da vorne zu spielen. Deswegen, mir tut es echt ein bisschen oder hat es echt ein bisschen gefehlt, dass wir da jetzt nicht einen Uth hatten, den man noch reinwerfen konnte. Was ist mit dem eigentlich? Also ich dachte, das wäre auch nur irgendwie eine Erkältung gewesen, irgendwie die Aussage vorher, aber er ist ja jetzt schon noch mal ein bisschen länger raus. Offensichtlich, ne? Oder ist was aber heute auch wieder im Training gewesen. Okay. Er saß auch auf der Tribüne, ne? Oder ja, okay.
Also genau. Corona wird es wohl nicht gewesen sein. Nein, also aber es war heute wieder beim ganz normalen Mannschaftstraining, hat das über die volle Distanz gemacht. Wird das heißt, also auch für Dienstag könnte ja eine Option sein. Dann, ne? Definitiv wieder eine Option sein. Ja, ja und also, ich meine, nach dem Spiel sehe ich eigentlich nicht, dass Andersen gegen Wolfsburg in der Startelf sein kann. Das habe ich schon nach Hoffenheim nicht gesehen. Mhm. Da haben wir auch mit Doppelspitze angefangen. Mhm. Und also ich finde alleine, ich finde, dass wir mit Doppel-6 spielen sollten und nicht dieses 4-4-2 da. Es hat ja auch bisher eigentlich noch nie so richtig gut funktioniert, oder? Die beiden zusammen? Nee. In der Konstellation? Also tatsächlich, wenn man, ja, also ich sag mal so, das steht und fällt damit, also von Anfang an oder über die eine lange Distanz, finde ich auch, dass es bisher noch nicht gepasst hat. Sieht auch der Frieder Mengel, der Ed Frieder Mengel so, Experiment Doppelspitze Modest Andersson, endgültig gescheitert. Er sagt ganz klar, ja, sehe ich auch so. Also tatsächlich die beiden als Doppelspitze über nicht, ich sag mal, nicht eingewechselt, sehe ich nicht. Also ich finde, die sind zu von der Spielanlage deutlich zu ähnlich. Mhm. Das ist was anderes, wenn du, ich sag jetzt mal, einen von beiden, also mit einem von beiden startest und dann für die letzten Minuten für noch eine Offensivaktion nochmal einen weiteren Stürmer da reinbringst, um Kopfballstärke. Ja, ja wie gegen Leverkusen. Genau. Macht er ja sogar eine Vorlage, ne? Oder Verlängerung für Modest. Richtig. Da geht das für mich, aber über die volle Distanz, Nee. Das hätte auch schwierig. Den Vorteil zum Beispiel, dass er mit einer Doppel-6, weil ich befürworte eigentlich eine Doppel-6, weil dann hast du auch hinten nicht diesen Dreieraufbau und wirst da ständig angegriffen, sondern, ich meine, jetzt ist immer Lubicic oder was weiß ich nach hinten gelaufen. Und versuchte mit aufzubauen, mit Özcan, wobei ich Özcan in dem Spiel eigentlich wieder mal den besten von den FC-Spielern gesehen habe. Mhm. Aber da muss da nicht so viel reinlaufen. Stellt auch einen Thielmann dahin und dafür den Andersen raus und den Lubicic mit auf die 6. Ach, ich meine, Thielmann ist im Moment auch nicht so wirklich richtig gut drauf, kriegt natürlich auch ein bisschen weniger Chancen im Moment und ist ja dann auch eher der Einwechselspieler. Ich sehe da U tatsächlich anstelle von Andersen, einfach weil der einfach auch mal ein bisschen Gefahr aus der Distanz ausstrahlt, einfach auch ein bisschen anderer Typ ist, ein bisschen quirliger ist und ansonsten, was Doppel-6 angeht, bin ich völlig bei dir. Sehe ich da auch viel stabiler, wenn du dann Skiri und Özcan und Ljubicic da in dem Bereich drin hast, dann hast du halt auch die Leute, die dann wirklich die Kilometer fressen und da zumindest dieses Laufthema auffangen können. Und wenn du dann so einen Gegner hast wie Augsburg, die sich auch reinstellen hinten und dann immer auf Konter lauern, ist es halt einfach auch wichtig, dass du da im Mittelfeld schon ganz, ganz viele Sachen unterbinden kannst und auch sehr, sehr früh schon anlaufen kannst irgendwo. Und Uth ist da auch aus meinem Rückblick irgendwie auch vom Anlaufverhalten einfach nochmal eine andere Klasse, wollte ich jetzt gerade sagen, aber zumindest nochmal ein anderes Kaliber, als es Andersen da macht. Ne? Das sind halt diese großen Sprints und so und sehe ich da viel eher, ja. Das ist schon richtig, aber jetzt war er nun mal verletzt. Ich spreche jetzt nur vom Augsburg-Spiel. Mhm. Ja. Was du als Alternative für Andersen hättest machen können. Da wäre natürlich wahrscheinlich jemand gewesen, ja. Mhm. Oder du setzt Jannes Horn ein und holst Hector auf die 6. Ja. Ja, also ich das wird tatsächlich im Wolfsburg-Spiel können wir mal drauf gucken, wie wir aufstellen würden. Ja. Ist tatsächlich sicherlich eine Option. Um nochmal auf Sebastian Andersson zurückzukommen, es gab ja in der Woche beim Express die Mitteilung, dass der Berater von Sebastian Andersson beim FC war und mehr Spielzeit haben wollte für mehr Andersson, Spielzeit, ne? haben wollte und oder, also ich meine, Sebastian Andersson sollte ja auch, ich sag mal, am letzten oder vorletzten Tag der Transferperiode noch wechseln, noch in die Türkei wechseln. Wie ist denn eure Meinung zu einem möglichen Abgang von Sebastian Andersson? Also ich denke mir mal, dass er wirklich wechseln will. Passt auch die Aussage vom Baumgarten. Vor ein paar Tagen hat er doch ganz klein im Interview gesagt, dass Modest meine Stürmer Nummer 1 ist und Andersson hier hinten dran ist. Und ich denke mir mal, dass er das, wenn er es nach außen kommuniziert, nach innen erst recht kommuniziert hat. Können wir uns denn... Also ja, ich unterstreiche das so. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich, weil klar kannst du einen
Sebastian Andersson abgeht, also wenn du A, brauchst du ja auch einen Abnehmer erstmal. Ich meine, der hat jetzt wahrscheinlich nicht das allerschlechteste Gehalt beim FC. Hat auch nicht wenig gekostet. Ob wir das jemals wieder einspielen werden, das war, also da braucht man, glaube ich, jetzt kein großer Stratege sein, das wird nicht passieren. Nee, dafür ist er zu alt und zu verletzungsanfällig. Genau, dafür ist er zu alt, zu verletzungsanfällig und wahrscheinlich der Markt auch für ihn jetzt nicht so extrem da. Aber ich frage mich dann, ob wir uns nicht da wieder eine Baustelle aufmachen, wenn wir nicht zeitgleich jemanden holen. Ja, die Frage ist, ob du jemanden holst oder ob du dann sagst einfach, okay, dann ist Lemperle halt dein Mann Nummer zwei, den du da hochziehst. Das kannst du natürlich machen. Ja. Das ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich habe ja damals auch den Move verstanden, dass man Andersen geholt hat. Ich meine, du hast da Córdoba kurzfristig verloren, den konntest du halt dann einfach geldmäßig nicht halten und hast halt für, was waren es, 6-7 Millionen oder was, glaube ich, 6,5, genau, glaub ich, 6,5 irgendwie in der Größenordnung, hast du einen Stürmer bekommen, der dieses Bild Wandspieler und Zielspieler erfolgreich dargestellt hat, der in der Bundesliga gezeigt hat, dass er scoren kann zweistellig und der verfügbar war. Das waren ja damals so die Kriterien irgendwo, ne? Dass man gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt jemanden, der uns sofort weiterhilft. Dass du da jetzt nicht irgendwie auf jemanden Jungen setzt, das ist natürlich schon irgendwie verständlich. Und ich möchte mal an die ganzen Spiele zurückerinnern, wo wir quasi ohne Stürmer aufgelaufen sind. Ne? Also da waren ja ein paar Dinger dabei, was war es, gegen Union mit 6 Mittelfeldspielern und wo du ja gar keinen da vorne drin hattest. Toni war nicht da und bist da ohne Stürmer die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Jetzt ist es natürlich irgendwie blöd, wenn du zwei Spieler hast, die ein sehr, sehr gleiches Profil jetzt haben, ne? Weil, ehrlicherweise, ich glaube, da keiner von uns hätte vor der Saison gedacht, dass Toni da jetzt nochmal so einen Leistungssprung irgendwie hinlegt und dass das so gut passt für ihn an der Stelle. Wenn er das jetzt nicht hätte, dann bist du wahrscheinlich noch froh, dass du einen Andersen hast. Aber klar, die stehen sich ein bisschen auf den Füßen rum. Ist natürlich klar, dass der auch einen Anspruch hat, spielen zu wollen. Und er muss das halt aber auch zeigen. Ne? Und dann muss er so eine Chance, wenn er dann von Anfang an reinkommt. Und muss er die auch nutzen. Ja. Bin ich voll bei dir. Ja. Ich frage mich, ob es nicht für die Kaderhygiene, also wenn es denn einen Abnehmer gäbe, wo wir, ich sag mal, auch finanziell jetzt uns nicht zu sehr ins eigene Fleisch schneiden, ob es nicht sinnvoll ist, Sebastian Andersson gehen zu lassen und mit einem jungen, vielleicht mit auch einem jungen Talent irgendwie, ob das jetzt aus dem eigenen Nachwuchs ist oder von außerhalb, ist dann ja auch erstmal wurscht, aber ob man nicht sich nochmal einen Stürmer holt, der vielleicht nicht gerade das Double von Anthony Modest ist, also tatsächlich so ein, ich sag jetzt mal so ein Marc Uth oder, also ne, von der spielerischen Art und Weise, also vielleicht einen kleinen, wuseligen Stürmer nochmal dazu holt, um vielleicht. Oder André Hahn. Nee, den sehe ich nicht mehr. Das ist nicht, also nicht. Also das brauche ich jetzt für mein Seelenheil nicht. Ich wollte nur mal gerade ein bisschen Wunder auflockern. Ja. Nein, aber gegenüber der letzten Saison sind wir jetzt schon ein bisschen komfortabler da. Ne? Wir haben jetzt den Uth, hatte man nicht, ne? Oder mussten wieder abgeben. Du hast den Thielmann, du hast im Hinterhalt noch den Lemperle und noch ein, zwei aus der U21 wahrscheinlich. Also ich habe da keine Bauchschmerzen, den abzugeben, auch wenn wir keinen Ersatz bekommen. Puh, da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlicherweise, ja, weil also, du hast dann eigentlich, ja, wenn du Uth als Stürmer damit reinzählst, dann rennst du dann aber im Endeffekt mit zwei wirklich nominellen Stürmern rum. Ne? Und dann lass ich mal einen Toni, der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, der ist zwar im Moment wirklich gut drauf, aber lass den sich mal verletzen, irgendwie längerfristiger, dann stehst du natürlich schon wieder mit, also nicht in der gleichen Situation wie letztes Jahr, aber schon wieder in so einer Situation da, wo du sagst, so wirklich viele Alternativen hast du nicht. Und allein wenn jetzt schon bei dem Spiel Uth als Alternative gefehlt hat, da habe ich mich auch so die ganze Zeit gefragt, ja, wen willst du da jetzt reinwerfen? Okay, Thielmann ist da nachher gekommen, aber dann war halt auch Schicht, ne? Da hattest du kaum noch irgendwelche offensiven Elemente, die du reinbringen kannst. Und gerade gegen so eine Mannschaft, wo du dann viel anlaufen musst, weiß ich nicht. Ja gut, aber also, dann
dann musst du schon dem Andersen wirklich ganz knallhart kommunizieren. Hör mal, du bist nur zweiter Mann, hat er ja gemacht, der Baumgart. Weil es funktioniert nicht am Anfang mit beiden. Ne? Und dann ist er halt der Ersatzspieler oder der Ergänzungsspieler, von der dann reinkommt, wenn es nochmal brennen muss. Ne? Ja. Aber ich kann mir auch tatsächlich nicht so wirklich vorstellen, dass es einen Riesenmarkt für den Sebastian Andersen geben wird. Also, wie gesagt, mit der Verletzungshistorie und mit der Anfälligkeit, die er da entsprechend hat. Klar hat er ein super gutes Kopfballspiel. Klar ist das auch so ein klassischer Zielspieler eigentlich. Und der würde wahrscheinlich den einen oder anderen Verein ganz gut da irgendwie unterstützen können. Aber für 6 Millionen Euro, 6,5 Millionen Euro, schwierig. Ja, bloß nicht innerhalb der Bundesliga. Er trifft ja dann gegen uns. Ja, auch wie immer. Das wäre auch typisch FC. Also ich glaube auch, also wenn man Sebastian Andersen abgeben würde oder wird, dann ist es, glaube ich, schon fast notwendig, einen weiteren externen Spieler dazu zu holen, weil ich, so gern ich einen Obutz, Lemperle in diesen Rollen sehe, das sind für mich auch keine klassischen Stürmer. Das sind für mich eher Außenspieler. Jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, Uth, der ja auch oft außen spielt oder zentrales offensives Mittelfeld, tatsächlich als zweiten Stürmer einzusetzen. Aber da bin ich dann beim Reik. Da nehmen wir uns so ein bisschen der Möglichkeiten von Marc Uth, weil dann hast du tatsächlich nur noch zwei Stürmer. Und ich sag mal, die Talente. Und ich weiß nicht, ob du ein Talent diese Verantwortung jetzt schon auch umbinden musst. Das ist halt schwierig, ne? Du siehst halt auch, wo das hinführen kann. Ich meine, Thielmann hat seine Momente gehabt in der Vergangenheit, die hat aber Noah Katterbach auch. Wo ist der jetzt? Ne? Also so eine Entwicklung, die muss ja nicht zwangsläufig dann auch immer sehr, sehr positiv verlaufen. Das kann ja auch durchaus nochmal in eine andere Richtung kippen. Und wenn du dann irgendwie in einer Situation bist, dass du wenig Angebot in der Stürmerposition hast und vielleicht dann noch eine Verletzung dazu kommt, dann weiß das der Markt natürlich auch, was du, dass du da gerade Not hast an der Stelle. Ne? Und dann werden die Preise auch entsprechend sich anders gestalten. Und wenn du jetzt aus einer Situation heraus, aus einer relativ entspannten Situation noch mit relativ viel Angebot schauen kannst, dann solltest du wahrscheinlich, wenn du Andersen abgibst, im gleichen Atemzug versuchen, da irgendwie nochmal einen adäquaten weiteren Stürmer dann reinzuholen, damit du dann im Endeffekt sagen kannst, du bist da nicht in einer Notsituation, weil nichts ist beschissener, als wenn du nachher ohne Stürmer dastehst und dann musst du dich auf den Markt umgucken und jemanden holen, dann wirst du das auch entsprechend teuer bezahlen müssen. Ja. Also du musst vor allen Dingen ja auch einen kopfballstarken Stürmer haben, wenn, ne? Gerade bei der Spielweise mit den Flanken. Also ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht auch einfach mal wenn du jetzt, ich sag mal jetzt mal, einen kopfballstarken Stürmer holst, so, dann hast du ja wieder das Problem, dass eventuell, also diese Spielertypen sind ja von der Anlage meistens immer ähnlich. Also Andersen und Modest sind ja von der Spielart und der Art und Weise zu agieren ja ähnliche Spieler. Ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht einfach einen, du musst ja jetzt keinen 1,56 großen Stürmer holen, also auch eher tendenziell selten, aber ich weiß nicht, ob es nicht dann Sinn machen würde, einen Spieler zu verpflichten, der eben ein anderer Spielertyp ist. Vielleicht mal ein dribbelstarker, abschlussstarker Spieler ist. Oder so ein kleiner Wuseliger, ob das nicht als wenn du tatsächlich dann mal mit zwei Stürmern spielst, nicht vielleicht viel mehr Sinn machen würde. Klar, Kopfball stark, also der muss zumindest Kopfbälle können, weil tatsächlich unsere Flanken ja immer noch unsere Hauptangriffsmöglichkeit sind. Ja, wobei dann, also es hätte natürlich auch dann den Charme, dass du einfach auch ein bisschen flexibler agieren kannst, ne? Wenn du mal einen Tag hast, wo Kainzi, wie jetzt, war jetzt nicht wirklich dolle gegen Augsburg drauf, da kam kaum was an Flanken irgendwie rein. Und wenn du dann halt mal so einen Tag hast, wo du das irgendwie nicht hinbekommst oder wo der Gegner extrem irgendwie deine Außenspieler wegpresst und du kriegst es halt nicht hin, dann ist es schon gut, wenn du dann irgendwie einen kleinen, spielstarken Typen hast, der dann einfach auch mal
ein, zwei Leute aussteigen lässt und dann auch mal mit einem steilen Pass irgendwie vorne rein arbeiten kann und sich da irgendwie durchsetzen kann, dann bist du halt nicht so sehr an dieses Flankending gefangen, wobei wir ja im Moment ganz gut performen damit, ne? Kannst auch einfach sagen, never change a running system, aber du bist natürlich auch ausrechenbar am Ende des Tages dann, und wenn du wenn Toni da jetzt nicht im Moment seine Klasse so ausgespielt hätte, wie er es in der Vergangenheit jetzt gemacht hast, dann stellen sich die Gegner da halt deutlich schneller drauf ein und dann bist du auf einmal nicht mehr ganz so erfolgreich mit dem Ding, ne? Klar, wäre nicht gut, aber woher nehmen wir nicht Spiel, ne? Ja. Klein und wuselig haben wir doch mit Duda, oder? Aber ist, also Orne Duda ist für mich alles nur kein Stürmer. Also das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, aber dann, da hört es dann noch auf. Also ja. Ich hab ja drauf gehofft, dass er wieder genauso scored wie letztes Jahr gegen Augsburg. Genau. Da habe ich noch irgendwie in der Vorschau nochmal dieses Tor gesehen. Das war schon geil. Also das war, wie er den da Volley abgenommen hat. Ja, ich meine, das hast du aber auch gesehen. Ihm geht da echt tatsächlich ein bisschen die Abschlussstärke dann ab. Ne? Das hast du gegen Leipzig gesehen mit dieser Riesenchance am Ende. Das hast du gegen Mainz gesehen, wo er auch dieses Riesending hatte. Und das Tor, was er da gegen Gladbach gemacht hat, naja, ich meine, der trudelt da auch irgendwie zufällig vor die Füße und irgendwie unter Jan Sommer da durch. Das war jetzt auch nicht das Ding, wo du sagst, wow, den hat er richtig souverän rausgespielt irgendwie, ne? Oder den hat er richtig souverän verwandelt. Nee, das geht ihm tatsächlich so ein bisschen ab. Da hat er immer mal wieder, ich glaube, wenn der diese Abschlussstärke noch hätte, in der Konsequenz, dann würde er halt nicht bei uns spielen, ne? Dann hätte ihm wahrscheinlich Hertha auch nicht abgegeben. Ja, von der Spielart gebe ich schon recht, ist das tatsächlich so einer, aber dem fehlt da halt einfach tatsächlich diese Kaltschnäuzigkeit vorm Tor und dann tatsächlich die Dinge auch zu verwandeln. Ja, versucht dann noch eher zu schlänzen, hat er ja dann noch jetzt wieder bei einer Situation gemacht. Ne? Mhm. Aber er muss es einfach mal strunksdoof draufknallen und nicht einfach immer versuchen, ins Eck zu schlänzen. Ja, und die noch Technik. Mal ein Tor des Monats machen. Genau, die Kraft und die Technik hat er ja. Ich meine, das siehst du ja dann in den Momenten, wo es tatsächlich mal funktioniert. Ne? Ja. Aber ich würde ihn tatsächlich auch nicht als nominellen Stürmer sehen. Also wenn dann wirklich tatsächlich irgendwie als Zehner dahinter, der das irgendwie alles organisiert und aufzieht, dann vielleicht so ein bisschen im Wechsel mit Uth. Das hat ja in der Vergangenheit auch schon mal ganz gut geklappt, dass die so ein bisschen ruschiert haben miteinander. Das kann dann ganz gut funktionieren. Für mich wäre es dann ehrlich tatsächlich auch dieses Backup-Thema, ne? Wenn du da jetzt stürmermäßig noch jemanden holst, der vielleicht von der Art und Weise, von der Spielanlage ähnlich ist, dann... Ja, meine Güte. Nein, du hast natürlich auch einen Louis Schaub da noch, ne? Der ja auch offensichtlich jetzt unter Baumgart deutlich besser funktioniert. Mit dem hätte ich auch null gerechnet, tatsächlich vor der Saison. Meine Güte, vielleicht ist das dann auch einer, der sich dann nochmal in den Vordergrund spielen kann. Ne? Ja, aber können wir da mal kurz drüber sprechen, wieso erst in der 80. Minute dann gewechselt wird? Tatsächlich, das ist ein Ding, das hätte ich auch wahrscheinlich gleich gefragt. Die Wechsel machen natürlich tatsächlich nur so spät wenig Sinn. Also ich habe mich tatsächlich gefragt, wieso er so spät wechselt. Ich hatte zuerst gedacht, er hat irgendwas vor wegen der englischen Woche, will dann noch ein paar Leute schonen. Ich meine, tatsächlich hatten wir ja deutlich mehr Ballbesitz, irgendwie mit über 60%. Du hattest eine Passgenauigkeit mit irgendwas bei 85%, die relativ gut war. Das heißt, du hast ja jetzt eigentlich in dem Spiel, ist ja das Einzige, was wirklich gegen dich gelaufen ist, die Chancenverwertung gewesen. Und vor dem Hintergrund kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, dass ein Baumgart dann gesagt hat, du bist jetzt hier offensiv drinne, du hast zwei Stürmer da vorne, du musst jetzt einfach die Geduld haben und abwarten, dass so ein Ding dann auch mal reingeht, eine von den Chancen dann auch mal genutzt wird, weil dann hast du auf einmal ein ganz anderes Spiel. Und dass du dann natürlich in der 77., also es war dann eine klare Reaktion auf den Führungstreffer von Augsburg, ne? Die gehen dann in der 77. in Führung und dann hast du halt einfach irgendwie den Druck, okay, jetzt muss ich noch irgendwas machen, ich muss noch irgendwie agieren und ich muss die Leute irgendwie so ein bisschen vielleicht auch aus dieser Schockstarre rausholen, dass du jetzt im Rückstand liegst. Er hat ja tatsächlich auch nur dreimal gewechselt. Ne? Er hat ja auch noch nicht mal das volle Wechselkontingent ausgeschöpft. Sicherlich natürlich, weil dir auch ein paar bisschen die Alternativen gefehlt haben, weil du halt kein Skiri hattest, weil du keinen Uth hattest, den du noch reinbringen konntest. Aber ja, wirkte alles natürlich sehr, sehr spät dann irgendwie. Ne? Ja, ja. Geht uns vielleicht da auch, also ich. Als ich den Kader gesehen habe, also die erste Elf, die hat sich ja, ich sage jetzt mal, fast von alleine aufgestellt. Klar kann man drüber sprechen, Anderson Thielmann,
oder Schaub oder wen auch immer. Aber ansonsten ist das ja der erwartbare Kader gewesen. Ja. Auf der Bank saßen, also reingekommen sind ja noch Thielmann, Schaub und Meret für Schmitz in der 87. Und sonst saßen noch draußen Urbich im Tor, Isibue, Jannes Horn, Timo Hübers, Olesen mit seiner ersten Kader-Nominierung, Matthias Olesen, spielt ja sonst bei uns in der zweiten Mannschaft, der gebürtige Luxemburger, war, und Kingsley Schindler. Ich finde einfach, dass uns da noch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man da nicht einfach mutig genug ist, auch mal die Jungen zu bringen. Weil, also erklärt mir bitte, wieso man Isibue, Jannes Horn, Hübers und Meret auf der Bank haben muss. Ja, und Schindler dann eigentlich auch noch und als Verteidiger. Schindler, ne? Der auch noch, dabei, ja. Genau, der auch noch tendenziell eher defensiv, naja gut, den kannst du ja auch auf außen bringen, aber ist für mich tatsächlich zu defensiv. Ich kann es auch nicht verstehen. Vor allen Dingen, dann spielst du mit Dreierkette und setzt den Zichos nach vorne rein. Ja. Ja, ja, ach, schwierig zu sagen. Also klar, jetzt im Nachgang dann zu sagen, dass dir da die offensiven Kräfte gefehlt hast. Ja, das hast du ja gesehen. Ne? Ich meine, die einzige wirklich offensive Alternative war dann tatsächlich ein Thielmann, den du reinbringen konntest. Ob's ja, jetzt Schaub. Ja, gut, Schaub. Ja, okay, aber stimmt, ist er dann auch entsprechend mit reingekommen. Schaub hat aber bisher noch nicht einen einzigen Startelf-Einsatz bekommen, oder? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Er ist nee. Immer erst nur mit reingekommen. Gut, er ist dann natürlich auch auf einer Position, wenn Duda und Ut, wenn die da entsprechend fit sind, da hat er natürlich auch einiges an Konkurrenz. Ja, boah, schwierig zu sagen. Also die Tiefe ist da tatsächlich nicht wirklich da. Ne? Also wenn dir da ein, zwei Leute abhanden kommen, dann bist du da auch schon schnell irgendwie am Limit. Ne? Dann stehst du da halt auch schnell ohne eine wirkliche Alternative da und kannst da nicht wirklich adäquat reagieren. Ich würde das jetzt aber Baumgart in der Situation, boah, also ich glaube, ihm war auch klar, dass was da für ein Gegner auf ihn zukommt und was das für ein Spieler wird. Aber ja, ob jetzt ein Easy tatsächlich mit auf der Bank sitzen muss, weil ich meine, das hast du ja gesehen, als Hector ausgefallen ist, dass dann eher ein Schindler vor ihm ist, ne? Und ob du den dann tatsächlich auch noch brauchst und wenn du die Innenverteidiger drin hast und Hübers und Meret dann noch auf der Bank, ja, dann kannst du vielleicht auch einfach da mal einen Lemperle hinsetzen, aber ja, wenn sich jetzt zwei unserer Abwehrspieler verletzt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich im Nachgang gesagt, Mensch, das war aber clever von ihm, dass er so viel Backups da noch auf der Bank zu sitzen hat. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie self-fulfilling prophecy gewesen, ne? Das, genau in dem Ding, wo dir die Offensivkräfte fehlen, dass du dann nicht auf der Bank nochmal irgendjemanden hast, den du mit reinwerfen kannst. Ja, aber du hast ja defensiv, also du hast ja tatsächlich defensiv da fünf Leute sitzen. Ja. Isibue, Hübers, Jannes Horn, Meret und Schindler. Ich weiß nicht, ob du nicht tatsächlich zumindest einen opfern kannst, ob es nun Isibue oder Schindler ist oder wer auch immer. Oder Meret oder Hübers oder auch Jannes Horn. Für einen der Jungen, also Obot, Slamperle, wen auch immer, Ostra. Weiß ich nicht. Ne, also auf jeden Fall kannst du das machen. Warum denn nicht? Ja. Bei mir rennst du da auch offene Türen ein. Ich bin da immer ein Freund davon, das da mit einem Jungen aus dem eigenen Verbund da nochmal zu lösen und dem vielleicht einfach nochmal 10 Minuten zu geben und mal gucken, hey, vielleicht hat er dann den Lucky Punch. Vielleicht so ein Lemperle hat ja dann auch sein erstes Saisontor damit gemacht, dass er nochmal später reingeworfen wird. Ja, klar, warum nicht? Ne? Halte ich auch dann eher für sinnvoll, dir da noch eine Alternative mehr zu geben, als halt den fünften Innenverteidiger auf der Bank sitzen zu haben. Ne? Ja. Mhm. Ja. Ist natürlich auch mal eine Frage, wie sowas ankommt. Ne? Wenn du jetzt einen Easy auf die Tribüne setzt, obwohl er eigentlich fit ist, so richtig Begeisterungsstimme wird das bei ihm nicht auslösen. Und wir wissen natürlich auch nicht, was unter der Woche im Training passiert ist. Ne? Vielleicht haben die sich einfach alle auf so einem gleichen Niveau dermaßen angeboten, dass du gesagt hast, ja, den kannst du jetzt einfach auch nicht so demotivieren, indem du sagst, hast eigentlich, hier Kingsley, hast eine tolle Trainingswoche gehabt, übrigens, du sitzt auf der Tribüne. Baumgart hat ja von vornherein ja auch in der Pressekonferenz angekündigt, dass der Lemperle gegen Schalke spielen wird in der U21 und die anderen und Obutz auch nicht dabei ist. Er hat es ja rechtzeitig schon angekündigt.
Ja, das kann man ihm tatsächlich nicht vorwerfen. Ne? Also Kommunikation funktioniert und auch wenn das jetzt vielleicht hier aus unserer Sicht an der Stelle nicht so hundertprozentig unseren Vorstellungen entsprochen hat, muss man ja schon sagen, dass er das integrativ sehr, sehr gut kann. Ne? Er kann halt sehr, sehr gut offensichtlich alle Leute mitnehmen, auch diejenigen, die dann eigentlich die Unzufriedenen wären, dann trotzdem auch mit Einsätzen ab und an mal belohnen und wie gesagt, so ein Schaub oder was, der stellt sich natürlich vielleicht auch vor, noch mehr zu spielen, aber er kriegt halt zumindest seine Chancen, die er dann vorher nicht bekommen hat. Ne? Und der Erfolg gibt ihm da ja ein Stück weit auch recht mit dem Thema. Das fasert natürlich dann irgendwann mal aus, genau wie in dieser Situation jetzt. Ne? Du hast halt fünf Verteidiger da noch rumzusitzen und dir fehlt aber die Alternative für einen Sturm. Das ist natürlich irgendwie dann unbefriedigend in dem Moment, aber ach, das würde ich jetzt Baumgart gar nicht so negativ auslegen wollen. Wie gesagt, da fehlt ja auch immer noch so ein bisschen der Trainingseindruck. Ne? Du weißt ja nicht, wie sehr die Jungs sich angeboten haben unter der Woche. Ja, klar. Und es ist fast die Mannschaft vom letzten Jahr. Das darf man ja wirklich, wie der Marco eben sagte, absolut nicht vergessen. Ne? Mhm. Das, wie du auch meintest, Schindler sitzt da auf der Bank. Der hat jetzt zwei Spiele gespielt. Das ist doch der Wahnsinn. Der war ausgeliehen. Der war eigentlich weg vom Fenster. Er war kein Erstligaspieler mehr. Ja, und das ist halt wirklich das, was du meintest. Mhm. Ne? Das, was der Baumgart ausmacht. Dass er die Leute einfach mitnehmen kann. Und dann musst du das wahrscheinlich auch mal machen, dass du da mehrere auf die Bank setzt, damit die dann nicht enttäuscht auf der Bank sitzen, auf der Tribüne sitzen. Ja. Und dir dann völlig abhanden kommen und dann vielleicht noch irgendwie schlechte Stimmungen im Kader verbreiten oder so. Ich könnte mir ich weiß nicht, was Andersen vom Typ her für ein Charakter ist. Der wirkt halt auch immer so ein bisschen griesgrämig, aber das ist, glaube ich, auch einfach seine Art. Der hat halt so eine ruhige, zurückhaltende Art. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der jetzt der große Quertreiber irgendwie in der Kabine ist oder da irgendwie unzufrieden ist. Und dass da im Hintergrund dann irgendwie der Berater natürlich sagt, hier, mein Spieler möchte mehr Spielzeit haben. Ja, logisch, dafür habe ich den ja, ne? Der soll ja meine Interessen vertreten und der soll ja da nach vorne gehen und sagen, hier, ich müsste da irgendwie mehr machen. Dass Andersen da keine Argumente für geliefert hat in den letzten Spielen. Ich glaube, dafür kann er auch zu wenig Deutsch, um irgendwie umzustänkern in der Kabine. Ja. Wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt. Wenn wir gerade schon das Thema Skiri auch ganz vorhin mal gestriffen haben, Skiri wird ja wahrscheinlich auch noch, so wie es ausschaut, für Wolfsburg ausfallen. Skiri wird ja auch uns im Januar und Februar fehlen, weil Skiri wird ja zum Afrika-Cup gehen, ich musste es googeln, also ich wusste es nicht, dass der vom 9. Januar bis 6. Februar stattfindet. Im Pokal fehlt er uns dann auch noch, ja? Ja. Okay. Also er wird uns definitiv bei einigen Spielen fehlen. Also er wird uns am 18. Spieltag fehlen gegen Hertha. Mhm. Und dann, jetzt gucke ich mal eben kurz nach. Dann ist 18. Januar ist ja dann das Pokalspiel gegen HSV auf jeden Fall. Ja, okay. Er wird uns erst wieder wahrscheinlich am 22. Spieltag zur Verfügung stehen. Also 18., 19., 20., 21., das ist die Zeit bis zum 6. Februar. Und der 22. Spieltag ist der 12. um den 12.2. rum. Okay. Also vier Spieltage plus das Pokalspiel. Jetzt schon mal, um dann vielleicht auch gleich auf das Spiel gegen Wolfsburg zu gucken. Wie kann man da aufstellen? Willst du zuerst, Jörn? Ja, hatte ich eben ja schon mal angedeutet. Ich würde entweder Jannes Horn wirklich wieder zurück in die Links setzen. Weiß natürlich auch, kennt natürlich auch seine Trainingseinheiten nicht. Aber ich denke mir mal, er ist mittlerweile so weit, also wenn er jetzt schon auf der Bank sitzt und dann den Hector auf die 6, damit Lubitsch vorne bleiben kann. Also im Mittelfeld. Fände ich tatsächlich auch eine ganz gute Alternative, weil dass es unserem Spiel sehr, sehr gut tut, wenn wir
da nicht auf unseren Kapitän verzichten, sondern wenn der in einer wichtigen Position dann einfach mitspielt. Und wenn Horn dann jetzt fit ist, soll, sonst würde er nicht auf der Bank sitzen. Und wenn ich da nochmal so die Erinnerungen habe, wie er vor seiner Verletzung da auf der linken Seite auch performt hat, sehe ich das als eine gute Variante, Hector dann ins Mittelfeld reinzuziehen. Und dann hast du da einfach ihn da als Denker und Lenker zusammen mit Sully dort in dem ganzen Kontext drin. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, und hast immer noch Ljubicic als Alternative dann. Genau, den du immer noch mit reinnehmen kannst. Ja, weiß nicht, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, Ljubicic weiter zurückzuziehen und ihn mit Sully auf die Doppel-6 zu stellen. Mhm. Ne? Und dann irgendwie jetzt Uth noch mit reinzunehmen. Das ginge tatsächlich auch. Ich tue mich so ein bisschen schwer, auch wenn Jonas Hector tatsächlich momentan das Beste ist, was wir da auf links hinten haben. Er hat auch immer mal wieder im Defensivverbund auch immer mal wieder so Aktionen drin, wo du merkst, Mensch, da ist er vielleicht einen Schritt zu langsam oder hat dann auch mal, da gab es auch mal hier und da mal einen Fehlpass irgendwo dazwischen. Also ich fände das ganz gut, wenn Jannis Horn das wieder auffangen würde und wenn du Hector dann tatsächlich eher so als den Taktgeber wieder ein bisschen ins Mittelfeld reinziehen kannst. Da kann er dann vielleicht auch mit einem laufstarken Sully und mit einem Ljubicic daneben sich eher dann auf die Thematik konzentrieren, Bälle verteilen und Spiel lenken und auch mal beruhigen irgendwo zwischendrin, ne? Wenn wir dann vielleicht mal ein bisschen zu wild unterwegs sind. Ja, aber hättest du gedacht, dass wir jetzt so darüber sprechen, dass der Özcan auf jeden Fall auf der 6 gesetzt ist? Dann hätten wir vor ein paar Spieltagen da wohl auch nicht drüber gesprochen, oder? Erinnert ihr euch mal an das erste Runden-Pokalspiel, wie wir danach über Özcan gesprochen haben, ne? Wo ich auch so dachte, wow, meine Güte, jetzt kriegt er halt die Chance und eigentlich das ist so, und dann Vertragsverlängerung im Sommer und der hat extra auf Olympia verzichtet, um sich vorzubereiten. Mhm. Und dann siehst du dieses erste Runden-Pokalspiel und denkst dir so, wow, Sully, was ist mit dir los? Hallo? Hast du gerade gemerkt, dass du da jetzt irgendwie eine richtig gute Chance hast? Ne? Aber der hat sich ordentlich gefangen. Also, was der im Derby abgerissen hat, meine Fresse. Ja. Also, das war ein richtig, richtig starkes Spiel. Dann fängt er jetzt auch noch an zu scoren. Also ich war ja schon immer so ein heimlicher Sully-Fanboy, muss ich ja ehrlicherweise gestehen. Ich habe mich mega gefreut, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Mhm. Aber als du dann die Leistung gerade am Saisonbeginn gesehen hast, dachte ich auch so, puh. Vielleicht, man hat ja so ein bisschen gehofft nach der Kiel-Leihe, als er dann zurückgekommen ist, da hat er sich ja in Kiel ganz gut gemacht, dass er da irgendwie den nächsten Schritt geht. Und das hatte ich dann da irgendwie schon befürchtet, so als ob er da jetzt irgendwie ein bisschen hängen geblieben ist bei der ganzen Thematik. Ja. Aber der hat sich reingebissen jetzt. Und das ist auch ein Verdienst von Baumgartmeister. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich denke, in Kiel hat er aber doch eher die 8 gespielt, ne? Oder? Ja. Ja, ja, da war er eher offensiver. Ja. Mhm. Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass so blöse, das klingen mag, Kiel hat auch ja in der Maschine nur zweite Liga gespielt. Ne? Also das ist, ich glaube, immer muss man das ein bisschen in Relation setzen. Ich bin auch sehr froh, dass Sully sich da jetzt scheinbar seine Position gefunden hat im Kader. Ich würde tatsächlich sogar ein bisschen anders aufstellen, denn ich würde auch Hector ins Mittelfeld ziehen, dafür Jannis Horn rein. Und ich würde aber Ljubicic auf den Flügel ziehen. Mhm. Also ich sag mal, unsere Dreierkette ist ja, ich sag mal, nie in Stein gemeißelt. Die rotieren ja immer alle so ein bisschen durch. Mhm. Meine Dreierkette wäre tatsächlich vorne Ljubicic, Duda und Uth. Mhm. Und das ja, hat ganz vorne halt nur Modest. Also das ist tatsächlich für mich. Ich bin mal gespannt, ob Steffen Baumgart... Kainz dann auf die Bank oder was, ja? Kainz auf die Bank, weil ich finde, Florian Kainz... Hat mal eine Auszeit verdient. Ist vielleicht auch gar nicht mal, also ich ist ja, das ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich meine, wenn du einen Florian Kainz in einem Spiel bringen kannst, hat das ja auch was. Ich meine... Geil ist das. Ne? Und deswegen, ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoller ist, da mal auch ein bisschen was auszuprobieren, weil... Machen wir uns also vor, der VfL Wolfsburg, vor dem müssen wir jetzt auch gerade aktuell nicht zittern. Die spielen auch keine auf, Entschuldigung. Ja, alles gut. Die spielen ja auch keinen Fußball, wo wir jetzt sagen müssen, oh, da müssen wir jetzt in Ehrfurcht erstarren. Da kommt ein Gegner, der uns aus dem Stadion hundertprozentig nageln wird. Mhm. Ja. Also deine Aufstellung gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Sind nur dann, ein hast du auch den, uns, ne? Dann hast du Ljubicic,
Dann kannst du nochmal seine Superschnelligkeit, die wir gesehen haben gegen Bielefeld, die er hat, ja, wo er da einen umläuft, überläuft. Ja, die kannst du dann da rechts auch noch gut ausnutzen, ne? Ja, und vor allem Ljubicic ist auch einer, der immer sehr aggressiv anläuft. Das kann uns ja gerade gegen so einen Gegner wie Wolfsburg, ja, die ja da auch tatsächlich aktuell ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn man die presst, wäre das vielleicht was, wo ich sagen könnte, das könnte funktionieren. Ach, der ganze Floko-Zauber schon wieder verschwunden bei Wolfsburg, ne? Mein, ja, auf Wunder. Der Wundertrainer ist es anscheinend nicht. Also, tatsächlich, ich habe gerade auf die Tabelle geguckt und war schier überrascht, dass Wolfsburg tatsächlich nur genau einen Platz über uns steht. Ja. Mit einem Punkt mehr und das schlechtere Tordifferenz. Das heißt, das ist ja auch, da darf man ja auch keinem erzählen. Das ist alles noch so eng. Also zwischen dem 16. Augsburg und dem 6. Union Berlin. Oder sagen wir dem 7. Leipzig. Union Berlin ist vielleicht ein bisschen sehr viele Punkte. Aber zwischen dem 7. Leipzig und dem 16. Augsburg sind 5 Punkte. Ja. Und wir sind da schön im Mittelfeld drin, dieses Rankings. Und das kann sich ja jederzeit ändern. Also mit einem Sieg und wenn die Konkurrenz ein bisschen patzt, schießt du dich da direkt 3-4 Plätze wieder nach oben. Verlierst du das Ding jetzt aber und alle hinter dir gewinnen, dann bist du auf einmal auf dem Relegationsplatz. Ne? Also das ist natürlich irgendwie, das ist schon irgendwie eine enge Kiste. Jetzt fängt sogar Fürth wieder an zu punkten. Also wobei, die sind meines Erachtens nach so weit weg, da muss man sich keine großen Gedanken irgendwie machen. Und ich meine, auch Bielefeld hat es ja jetzt schon ein bisschen abreißen lassen müssen auf Augsburg, dadurch, dass sie gewonnen haben. Die werden sich wahrscheinlich auch nicht so sonderlich darüber gefreut haben, dass die bei uns gepunktet haben. Aber ja, klar, also im Moment ist es wirklich noch super, super eng da vorne drin. Ne? Ja. Da spielen auch tatsächlich am nächsten Spieltag alle wieder gegeneinander. Bielefeld spielt gegen Bochum, Wolfsburg gegen uns, Mainz gegen Hertha, Gladbach gegen Frankfurt. Die Gladbacher stehen ja tatsächlich leider immer noch unter uns. Ja, danke. Dank uns. Danke an Wir haben sie kaputt gemacht, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Das Derby hat die, glaube ich, scheinbar tatsächlich gebrochen. Ich weiß nicht, was da im Moment los ist. Also wie die, klar, du kannst natürlich gegen Leipzig verlieren, du kannst natürlich auch immer gegen den 1. FC Köln verlieren, das kann ja schon mal passieren, ne? Aber dieser Zusammenbruch da in der ersten Halbzeit zu Hause gegen Freiburg, das war schon, wow, also da habe ich vor dem Ticker gesessen und ich habe hier mit dem Frank, Raum 109, Edrastari, hatte ich so ein bisschen vorher hin und her getextet gehabt und irgendwie ich habe das Spiel gar nicht gesehen und er schrieb bei mir irgendwie so nach 10 Minuten, ja, brauchst du gar nicht anmachen. Ne? Und dann irgendwie so klack, klack, ein Ticker nach dem anderen. Ich dachte, zeigen die da Wiederholung von den Toren? Also das ist schon irgendwie deftig und es hat natürlich auch eine gewisse Ironie, dass es jetzt dann ausgerechnet gegen Eintracht Frankfurt geht und dass dann Hütterhaus ein altes Team dann trifft. Ich weiß nicht, also ich kann mir noch nicht vorstellen, dass die in Wolfsburg, in Gladbach da schon irgendwie die Reißleine dann ziehen beim nächsten Mal, weil dafür war der ganze Bums auch einfach ein bisschen teuer, ne? Wenn du dann so einen Trainer für 7,5 Millionen Euro holst. Puh. Ja, aber ich glaube, also die Gladbacher spielen jetzt noch gegen Frankfurt und dann in Hoffenheim. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die beides verlieren sollten, tatsächlich Adi Hütternäs im Januar nicht mehr Trainer ist. Weil, ja, 7,5 Millionen Euro für einen Trainer zahlen ist viel Geld, aber auf der anderen Seite kannst du es dir mit dem Kader eigentlich auch nicht leisten, nicht international zu spielen, ne? Mit den Spielern, ja, weil dann wirst du auch eine ganze Menge Leute verlieren. So ein Thuram wird keinen Bock haben, da nur Bundesliga zu spielen. Der will dann halt auch international irgendwie unterwegs sein, ne? Und dann sind natürlich auch andere Vereine da, die dann geldmäßig ein bisschen besser dann auch aufgestellt sind und wenn du die dann noch mit internationalem Geschäft locken kannst, dann sind sie auch ganz schnell weg und dann zerfällt so eine Mannschaft natürlich auch ganz, ganz schnell mal. Wobei die das ja in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut hinbekommen haben. Das muss man ja dem Eberl auch wirklich mal zugute halten, was der da Manager positionsmäßig gemacht hat, wenn du mal überlegst, dass wir vor nicht allzu langer Zeit mal auf der gleichen Ausgangsbasis waren, haben die das da schon gut auf die Reihe bekommen. Aber ich bin ganz froh, dass wir im Moment bei uns im Haus nicht diese Diskussionen haben, die da in Gladbach gerade abgehen. Ich glaube auch, sag mal, der Vorteil ist ja tatsächlich, wenn wir jetzt mal wieder auf uns gucken und wenn wir auf Baumgart gucken da an der Stelle,
du weißt ja, worauf du dich auch eingelassen hast. Und er hat ja auch ganz klar gesagt, hey, da wird es auch immer mal Spiele geben, wo das nicht so funktioniert. Aber wir sind völlig im Plan. Er hat vor der Saison gesagt, wir wollen irgendwo Zwölfter oder besser werden. Ja, sieht doch gut aus. Also, ist aus meiner Sicht überhaupt gar kein Grund, da irgendwie groß unglücklich drüber zu sein. Wobei man, glaube ich, in der Pressekonferenz danach hast du schon gemerkt, wie angefressen Baumgart war. Ne? Der war richtig genervt davon, irgendwie vor allen Dingen, als dann gerade hier Weinziel dann noch erzählt hat, haben wir schon verdient gewonnen. Da sind ihm auch gefühlt so ein bisschen die Gesichtszüge entglitten irgendwie. Ne? Ja. Und es nervt ja natürlich auch, ne? Wenn du dann wenn du eigentlich sagst, okay, du warst spielerisch da ganz gut drauf und du hast eine gute Idee gehabt und hast das alles irgendwie gut versucht hinzubekommen, und dann fehlt es halt einfach nachher an den Torabschlüssen. Es ist auch so ein bisschen, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass sich da nicht was einschleicht. Ne? Dass du immer sagst, ja, wir haben toll gespielt, aber Punkt musst du halt trotzdem nochmal. Ne? Und diese Situation in der Tabelle, dass da, wie du gesagt hast, Marco, alles so dicht beieinander steht, das befördert das natürlich zusätzlich. Ne? Weil dann springst du da hin und her und beim nächsten Mal gewinnst du jetzt gegen Wolfsburg und dann reden wieder alle von Europapokal und verlierst da aber gegen Wolfsburg, stehst auf dem Relegationsplatz. Ne? Das ist natürlich die Fallhöhe auch entsprechend. Ne? Glaubt ihr denn, dass in Wolfsburg werden ja keine Gästefans zugelassen? Das hat die Stadt Wolfsburg ja entschieden, aufgrund der pandemischen Lage. Das ist Unsinn, oder? Ich meine, die lassen doch trotzdem 13.000 Leute rein. Da kriegen doch da am Dienstag keine 13.000 Wolfsburger rein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, die Stadt Wolfsburg möchte nicht, dass überhaupt in dem Stadion Atmosphäre herrscht. Geisterspiel-Atmosphäre für Wolfsburg. Also, es ist, Also ich glaube, das macht der Mannschaft keinen Unterschied, ob da jetzt 1.000, 2.000 Kölner Fans da sind oder nicht. Ich denke mir mal, dass der Baumgart die schon so dermaßen heiß machen kann, gerade wegen der Situation jetzt, ne, dass man Wolfsburg, wenn man Wolfsburg schlägt, als die über denen ist. Deswegen glaube ich, die werden da ein Feuerwerk abreißen, auch ohne Fans. Ja, ich bin da auch ganz optimistisch, weil ich meine, die Situation ist natürlich jetzt, wenn du hast natürlich gemerkt, dass wenn die Hütte knackenvoll ist bei uns zu Hause, dann hast du natürlich einen Effekt irgendwo daraus. Ne? Das hast du ganz klar gemerkt an den Leistungen. Das hast du auch ganz klar an den Stimmen der Spieler gehört irgendwie danach, dass das natürlich ein Knaller ist, da im Derby von 50.000, um mit so einer Lärmkulisse dort irgendwie zu spielen. Das hast du ja in Wolfsburg ja sowieso vergleichsweise selten, um es mal freundlich auszudrücken. Und ich glaube es auch nicht, dass das jetzt irgendwie großartig beeinflussend ist, weil damit musst du einfach im Moment umgehen, ne, dass du immer diesen Wechsel hast. Aber kann mir mal einer erklären, was diese Zuschauerbeschränkung soll, wenn ich dann die Leute alle auf eine Tribüne färche? Das macht doch aus pandemischer Sicht zu sagen, ja, alles klar, ihr fahrt da nicht mit Volllast, sondern ihr habt eine Begrenzung. Okay, fair enough, kann man so machen, ne? Entscheidet ja das Gesundheitsamt. Aber warum halten sie die dann alle zusammen? Ja, keine Ahnung, aber in Bielefeld war es ja zum Beispiel so, da haben sie ein Schachbrettmuster gemacht und die brauchen keine Maske anzuziehen. Ja. Jetzt startet man sie in der Südkurve und dann hält man ja noch extra schön ein Schild in die Kamera, ne? Bitte Masken anziehen. Mhm. Habt ihr das gesehen, dass das oft zu sehen war? Ja, Denken wir mal, das ist halt das Bild. Muss halt mal rüberkommen, anstatt feiernde Fans gegen Gladbach ohne Maske, musste jetzt mal ein Schild in die Kamera halten, dass wir hier eine Maskenpflicht haben. Ja, aber das mit den Gästeblöcken, das war beim VfL Bochum tatsächlich genauso. Mhm. Ich verstehe es auch nicht. Also es schließt sich mir nicht. Wird wahrscheinlich mir immer ein Rätsel bleiben, es sei denn, ein Hörer weiß Bescheid, der kann sich gerne bei uns melden. Also mir erschließt sich das schon aus organisatorischer Hinsicht. Das ist schon klar, dass sie nicht irgendwie alle Tribünen aufmachen, weil dann müssen sie auch alle Tribünen dann mit Ordnern bestücken und so weiter und so fort. Aber rein aus diesem Thema Pandemie heraus macht es ja keinen Sinn, die Zuschauerzahl zu beschränken, aber die dann trotzdem so eng zusammenzufärchen, dass du überhaupt gar keine Abstände halten kannst. Ne? Das ist natürlich auch wieder völlig widersinnig am Ende des Tages. Dann kannst du die Hütte auch voll machen. Ne? Dann ist es auch egal, wenn die so dicht beieinander stehen. Ja. Ja, gut. Es geht ja auch immer darum, dass sie erzählen, es geht hier um die Anreise. Ne? Wenn 50.000 anreisen, ist was anderes, wenn 15.000 anreisen.
Ja, und das, ich meine, wenn du Timeslots hast. Dass die jetzt spezifisch in Köln dieses Schild dann da immer hochhalten und zeigen, das ist natürlich auch diesem ganzen Shitstorm geschuldet, was dann nach dem Derby gekommen ist. Ne? Dass man dann jetzt versucht, besonders sensibel da zu sein und nicht wieder neue Bilder zu kreieren, kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Ja. Ich glaube, da will sich der Verein einfach so ein bisschen aus der Schusslinie bringen. Klar. Wie gesagt, kann ich auch persönlich nachvollziehen. Jörg Schmadtke hat angeblich sollen Wolfsburg-Fans auch Schmadtke raus schon gerufen haben. Also ist auch der Jörg Schmadtke-Zauber schon wieder verflogen in Wolfsburg? Ja, ich meine, die Trainerkugel von Bommel, das hat halt nicht so richtig gut funktioniert, ne? Und Floko Zauber ist halt auch schon wieder weg. Irgendwann wirst du dann natürlich auch angezählt, ne? Wenn du dann als sportlicher Verantwortlicher dort einen Trainer nach dem anderen verschleißt. Meine Güte. Ist das ja bei Schmadtke, ist die Haltwertzeit ja meistens nicht so groß. Also scheint schon wieder. Ja, vielleicht am Ende sein und vielleicht sind wir derjenige, die dafür sorgen, dass Schmadtke rauspurzelt. Also halte ich nichts gegen. Einen gewissen Charme hätte das, ne? Ja, ich sag mal so, es würde mich jetzt nicht zu Tränen rühren. Wahrscheinlich geht der dann da auch raus mit einer Abfindung von über 100 Millionen Euro. Auch das würde mich für den VfL Wolfsburg elendig treffen. Ich wäre sehr traurig. Ich bin tatsächlich mal gespannt. Was sind denn eure Tipps für das Spiel gegen Wolfsburg? Ich bin nicht ganz so optimistisch, ehrlicherweise. Wobei wir uns natürlich gegen die Mannschaften immer, also letztes Jahr haben wir einmal gewonnen, einmal unentschieden, glaube ich, gegen Wolfsburg gespielt, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall haben wir, ja. Ja. Ich glaube, es wird ein 2-2 werden. Ich glaube, es wird relativ hin und her gehen. Die haben da ja schon, ich meine, mit Weghaus da vorne drin, da haben die schon echt einen Knallerstürmer und der trifft ja auch immer wieder gerne gegen uns. oder Maxi Arnold mit irgendeinem von seinen komischen Flatterbällen, die er da raufhaut. Ich glaube nicht, dass wir da zu Null rausgehen. Ich glaube aber, dass wir hoffentlich offensiv jetzt mal wieder ein bisschen mehr einen Punch haben. Ich hoffe, dass Marc Uth wiederkommen wird und da ein bisschen Schwung in das ganze Thema reinbringen wird, dass Modest endlich auch mal wieder trifft tatsächlich und nicht nur immer große Chancen kreiert. 2-2. Ich gehe von einem Sieg aus für den FC. Natürlich, ohne Gegentor hast du vollkommen recht, wird es wahrscheinlich nicht sein. Also ein 0-0-Spiel leider nicht. Aber ich freue mich auf ein schönes 3-1 für den FC. Nehme ich. Also ich wäre beim 2-1 für den FC, weil ich glaube tatsächlich, dass wir defensiv noch zu anfällig sind und hoffe einfach, dass wir da irgendwo zwei Dinger reinmummeln. Marc Uth und André Duda treffen übrigens für uns. Aha. Von mir aus gerne. Ich halte sie nicht auf. Ja, genau. Sollen wir auch noch kurz auf das Stuttgart-Spiel gucken, was ja dann im Prinzip in einer Woche stattfindet? Stimmt, ist ja dann der letzte Woche, ne? Spieltag der Hinrunde. Ist Sonntag 17:30 Uhr, also tatsächlich da auch das allerletzte Spiel. Zu Hause. Wir haben uns ja eigentlich, zu Hause tun wir uns gegen Stuttgart eigentlich immer relativ schwer, ne? Auswärts sind wir eigentlich immer ganz gut in Stuttgart, aber zu Hause tun wir uns gegen die relativ schwer immer. Die haben ja jetzt gerade Wolfsburg besiegt am Wochenende. Davor waren sie eigentlich ja auch ganz gut drauf. Da haben sie auch, glaube ich, 2-0 geführt, ne? Und dann hat er tatsächlich noch 2-2 gespielt gegen Hertha, war das, glaube ich, ne? Hertha, ja. Ist so ein bisschen Wundertüte im Moment, ne? Ich meine, der Silas ist jetzt wieder zurückgekommen, der scheint denen da auch noch ein bisschen mehr Energie zu geben, wenn dann wie heißt der große Kramaric. Das war ein anderer. Also der große Stürmer, den sie da vorne noch mit drin haben. Der ist ja auch immer noch längerfristiger verletzt jetzt. Schwierig, finde ich ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Wenn wir einen guten Tag haben und die schnell erwischen und sie früh anlaufen und denen nicht die Räume geben, damit sie da offensiv irgendwas machen können, dann können wir die durchaus besiegen. Also Stuttgart ist da auf Augenhöhe mit uns, meines Erachtens nach. Ja. Absolut.
Die haben die letzten Spiele ganz gut gespielt. Die haben gegen Dortmund, glaube ich, verloren und danach haben sie nicht mehr verloren. Mhm. Und ich habe, also da, die machen mir echt Bauchschmerzen, Stuttgart. Da weiß ich nicht, was da kommt. Ich habe echt Angst vor denen. Hast du mehr Angst? Man darf, hast du mehr Angst vor Stuttgart als vor ja, Wolfsburg? Ja, absolut, weil die fangen dann wieder an, die bleiben ein bisschen hinten stehen, warten was ab und dann werden sie nickelig, dann gehen sie vorne rein mal und wenn, ach nee, ich habe da echt Angst. Ich hoffe da auf ein 1-1 oder so. Sascha Kalajdzic, das ist es übrigens. Kalajdzic, ja, genau. Das war's, ja. Ich habe ein bisschen, ich hatte ja letztes Jahr das Vergnügen, hier den Omar Marmoush am Millerntor häufiger mal zu sehen. Das ist ja auch geiler Stürmer, nur geiler Offensivmann. Wenn der richtig aufdreht, der könnte da auch einiges an Unruhe bei uns hinten in der Hintermannschaft verbreiten. Die haben schon ein ganz gutes Potenzial. Ja, muss man vorsichtig sein. Das stimmt. Aber von der Spielstärke schätze ich da tatsächlich Wolfsburg noch stärker ein. Momentan ist aber eher so die Formkurve bei Wolfsburg eher absteigend und bei Stuttgart eher aufsteigend. Mal gucken, wie es dann jetzt nach der englischen Woche aussieht. Ne? Man hat ja da ein bisschen Ruhepause dazwischen. Das geht ja dann, wenn du da am Dienstag spielst und dann erst wieder sonntags. Aber ja. Schwierig. Ich bin tatsächlich gespannt. Was uns da noch erwarten wird. Also ich tippe da tatsächlich auf ein Unentschieden. Mhm. Und dann würden wir mit 4 Punkten mehr, als wir jetzt haben, aus der Hinrunde rausgehen. Mhm. Das sind dann 23. Das ist völlig im Soll, oder? Wahrscheinlich sind wir im Soll. Steht und fällt aber auch damit tatsächlich, ich glaube, die Bewertung, die wir danach ja auch wahrscheinlich in so einer im Winter-Podcast Aufbereitungsrunde machen werden, wird, glaube ich, auch stark davon abhängig sein, wie ist unsere Konkurrenz, weil tatsächlich, wenn Stuttgart jetzt am nächsten Spieltag gewinnen sollte, naja, die spielen gegen Bayern, ne? Na, ja, also tatsächlich, die Bayern haben sich gegen Mainz ja auch schwer getan. Ja, hat Mainz also, auch lange geführt, ne? Das ist tatsächlich, glaube ich, auch dieses Jahr eine Bundesliga, die tatsächlich sehr, sehr eng ist. Also klar, man hat Bayern oben 37, dann kommt Dortmund mit 31, dann hast du Leverkusen 27 und dann geht es ja runter 26, 25, 23 und dann hast du schon Leipzig mit 21 auf Platz 7 und wir sind 2 Punkte dahinter. Also es ist halt einfach sau eng im Moment noch, ne? Du hast keine klare Aufteilung, wo geht's für wen dann irgendwo hin. Leverkusen hat jetzt gerade von Eintracht mächtig auf die Nase bekommen, auch nochmal. Ne? Das geht da schon in diesem Kontext, also zwischen Platz 16 und zwischen Platz 7, hast du ein ständiges Auf und Ab, immer hin und her. Ne? Und klar. Sind nur irgendwie 5-6 Punkte nach oben, aber halt eben auch nur diese 3 nach unten. Ne? Und wenn du dann mal, wenn du diese Entwicklung jetzt irgendwie verstetigst, dass du zwar sagst, ja, tolle Spielidee und wir kommen da auch schon immer mal in unsere Räume, aber wir machen die Bälle halt einfach nicht rein, dann wirst du auch ganz schnell da mal durchgereicht. Ne? Ich glaube, da muss man immer noch mal ein kritisches Auge drauf haben. Ich glaube, Baumgart hat das auch, deswegen war er wahrscheinlich auch so angefressen nach dem Spiel, weil er gesagt hat, Mensch, eigentlich haben wir unsere Idee ganz gut umgesetzt, aber wir haben es halt einfach nicht hinbekommen und ich habe halt auch keinen Bock, in Schönheit zu sterben. Ne? Ist zwar toll und begeisternd alles, was wir an Fußball spielen, aber am Ende des Tages musst du dann halt auch mal Punkte holen. Ne? Und dann eine Überlegenheit, die du dann hast, auch wirklich mal in die Punkte ummünzen. Wie in Mainz zum Beispiel auch. Ne? Das war ja auch klassisches Spiel eigentlich, was du eigentlich in der ersten Halbzeit gewinnen musst. Dann musst du 3-4-0 führen und dann ist das Thema durch. Und so murmelst du dir da so ein 1-1 zurecht und ja, gegen Augsburg, die eigentlich, die haben ja auch nicht wirklich gute spielerische Ideen gebracht, sondern auch, wie der Vargas hat da so ein bisschen rumgezaubert und dann haben die halt 2 so eine Dinger, die dann da reinfallen. Das ist schon irgendwie ein bisschen ein Stück weit frustrierend. Da musst du halt aufpassen, dass du da nicht auch irgendwie in so eine Mühle reinkommst und immer mehr da runter reinrutscht. Ne? Ja. Ja, die Sorge hatte ich auch schon nach Dortmund. Ne? Du verlierst das 2-0 und warst eigentlich wirklich klar die bessere Mannschaft. Nur die machen aus den 2 Chancen die 2 Tore. Und wir haben gar keine Tore gemacht aus unseren gefühlten 15 Chancen. Mhm. Und dann ist das so wie mit seiner Paderborn-Saison. Ne? Da hat ja auch jeder gesagt, boah, die spielen richtig attraktiven Fußball, aber verlieren nur jedes Spiel. Ne?
Aber die Sorge habe ich jetzt. Das kann passieren, aber die Sorge selber, ich persönlich habe die nicht. Nee, also ich glaube, die stehen da noch ganz gut da in dem ganzen Kontext. Also das ist wirklich genauso, wie es keinen Sinn macht, das jetzt total zu überhypen und zu sagen, hier bester Trainer der letzten 30 Jahre oder sowas. Genauso ist es auf der anderen Seite auch nicht sinnvoll zu sagen, wenn du sagst, ja, die Spielidee stimmt, die Mechanik scheint zu stimmen, die Stimmung in der Kabine, in der Mannschaft ist gut, und du gehst halt mit diesen Dingern dann halt auch einfach um, ne? Denn du kommunizierst es auch klar nach draußen. Da musst du natürlich auch mal unzufrieden sein, auch mal sagen, nee, alles schön und gut mit der Spielidee, aber wir müssen dann halt auch punkten. Aber ich glaube einfach, dass Baumgart da eine sehr, sehr straighte und gerade Idee hat. Und wenn wir die umsetzen, wenn wir da dauerhaft dranbleiben und den Druck hochhalten, dann kannst du auch jeden schlagen, klar. Auch Wolfsburg und Stuttgart. Ja, also tatsächlich wird das, glaube ich, beide Spiele werden sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, die Chance ist da und vielleicht sind so Dämpfer wie gegen Augsburg auch vielleicht nochmal genau zur richtigen Zeit. Ah, Augsburg. Es tut weh, das zu sagen. Ne? Also, Ja. Wer hat eigentlich dieser Mannschaft mal irgendwann dieses Unsympathische eingeimpft? Wir sind jetzt Augsburg, wir sind nur noch nickelig, wir brüllen, wir mosern rum. War das der Reuter irgendwann oder ich weiß es nicht. Also, gefühlt ja, ne? Irgendwie, die haben so eine Grundphysiologie, kommt mir gerade nicht über die Lippen. Philosophie. Alles klar. Die verstehe ich einfach nicht. Wir sind jetzt hier der eklige Verein. Boah, ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen gefühlt, das ganze Thema. Ne? Mainz geht mir ja ähnlich, was das ganze Ding angeht. Und wenn die mir dann irgendwie viele so erzählen, ja, das wäre irgendwie alles charmant und das wäre alles irgendwie die kleine Mannschaft, nee, es nervt halt einfach, ne, an der Stelle. Aber das muss es halt auch. Ne? So müssen diese Clubs dann halt auch spielen am Ende des Tages, um irgendwie erfolgreich zu sein und Punkte zu holen. Und Reuter geht mir auch schon seit, der ging mir als Spieler schon auf den Senkel und wenn ich sehe, wie oft der während so eines Spiels dort reinruft und sich beschwert und rummosert, ja, das nervt irgendwie ein Stück weit, aber das ist halt der Einsatz, den die für ihre Mannschaft bringen müssen dann, ne? Das ist die Art und Weise, wie man, wenn du nicht über unendlich Geldmittel verfügst oder nicht den attraktivsten Standort hast, den du da irgendwie vertreten musst, dann musst du es halt einfach über andere Attribute holen. Klar nervt das, aber auf der anderen Seite finde ich dann auch immer so, habe ich auch keinen Bock, deswegen immer rumzuheulen und zu sagen, ja, die sind jetzt, der böse Junge auf dem Schulhof hat dir den Leute weggenommen, ne? Da musst du halt einfach auch gegenhalten bei der ganzen Thematik. Darfst dich dann halt auch nicht provozieren lassen irgendwie, sondern musst halt gucken, dass du deinen Stiefel da durchziehst. Und ich glaube, ein Baumgart kann das ganz gut. Ich glaube, er war dann einfach genervt, dass die Mittel jetzt da nicht gereicht haben. Und dann, das musst du dann manchmal auch hinnehmen einfach, ne? Mutterputzen weitermachen. Ja. Hilft ja nichts. Richtig. Das ist so. Jo. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie der Saisonwette. Ja, Saisonwende. 128,50 hatten wir vor dem Spieltag und danke, Steffen Baumgart. Sie haben einen maßgeblichen Anteil an diesem jetzigen Segment, denn Steffen Baumgart hat sich in der 78. Minute in einem, also tatsächlich, erklärt mir bitte, was da in der 78. Minute Steffen Baumgart gedacht hat. Ich kann es ja nicht sagen, aber ich fand es einfach nur geil. Tut mir leid. Ich fand die Szene richtig gut. Der schießt den Ball ins Aus, der Torwart, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Ginkiewicz. Und der knallt den einfach weg und die Szene dahinterher. Klar, ich feiere das jetzt gerade ab, aber hätte das Augsburg gemacht, bist du wieder dran, ne? Drittverein. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es. Ich glaube, das war so eine Übersprungshandlung von Steffen Baumgart, diesen Ball einfach voll ins Nirvana zu schießen. Ich glaube, er war sich bewusst, das, was er da gemacht hat, läuft zu Ginkiewicz nachher rüber und gibt ihm ein Handshake. Ist tatsächlich, wir haben schon
Verantwortliche anderer Bundesligisten gesehen. Meinst du? Unsympathentruppe. also, die da nicht so, also die einen Handshake verweigern sogar. Also tatsächlich rechne ich ihm das hoch an. Und ich meine, das war halt die unmittelbar nach dem Führungstreffer für Augsburg. Ne? Das ist, und wenn du noch gesehen hast, wie angefressen Baumgart tatsächlich in der PK nach dem Spiel da noch war, und da ist ja noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen schon seitdem, ne? Dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wo da gerade sein Puls war in der Situation, dass er richtig, richtig genervt war. Und meine Güte, das ist doch nur menschlich, ne? Also, ja, so viel wie der während eines Spiels an Lautstärke auf den Platz bringt, dass das dann auch irgendwann mal körperlich raus muss, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, tut unserer Saisonspende sehr gut. 25 Euro kommen da in den Pott. Wir haben tatsächlich wieder drei U23-Spieler mit Luca Kilian, Sally Özcan und Jan Thielmann eingesetzt. Also nochmal 3 Euro drauf. Sind allein für den Spieltag 28 Euro. Stehen damit jetzt bei 156,50 Euro. Sehr schön. Und dann pack mal bitte von mir auch nochmal 25 mit drauf. Die kriegst du dann im Nachgang einfach für die gelbe Karte, finde ich, hat sich Baumer das verdient. Da bin ich dabei. Also der Dennis, der wird jetzt sitzen und denken, ja, der Marco macht das richtig. Der zieht hier die Gäste ab. Ne? Also, ne, wie gesagt, statt 28 kommen 78 Euro drauf. Vielen Dank euch beiden. Ja, also wie gesagt, wird hier einem karitativen Zweck wieder zugutekommen. Also wir streichen uns das Geld nicht ein. Wird wahrscheinlich wieder der Kölner Tafel oder einem sonstigen Zweck zur Verfügung gestellt. Das am Saisonende. Ja. Habt ihr noch Themen, die wir besprechen sollen? Sollen wir über den Geistbau, Ausbau des Geistbaukeims sprechen? Gab es da neue Entwicklungen zu? Ich hab nicht gedacht, zumindest, das heißt keine neuen Entwicklungen. Die Grünen und die CDU haben ja den Umzug nach Köln-Marsdorf mal wieder ins Spiel gebracht. Dort wird ja ein neues frisches Zentrum entstehen. Der Großmarkt. Das allerdings erst 2023 entstehen. Aktuell ist wohl noch nicht klar, wie groß das wird. Und ja, der Vorschlag ist wohl von denen, dass sie den frischen Markt jetzt etwas kleiner machen wollen und dafür dann ein bisschen mehr Platz für den FC wäre. Wobei du dann wieder die Planungsphase anfangen musst und da kannst du mit 7 Jahren mindestens rechnen, bis dann da wieder bis dann mal was stehen könnte. Ja. Ja, es ist irgendwie ist es eine Never-Ending-Story, ne? Es nervt halt total. Und wenn du dann irgendwie Baume hörst, dann sagt hier, da hatte ich in Paderborn bessere Bedingungen, was das Trainingsgelände und das ganze Umfeld angeht, dann weißt du halt einfach auch, dass da Handlungsdruck da ist. Aber wie die Stadt da mit dem Verein umgeht in dem Zusammenhang, in diesem ganzen Kontext, das sucht schon seinesgleichen meines Erachtens nach. Also wie dann so ein Aushängeschild und so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auch einfach behandelt wird in der Stadt, finde ich schon ein ziemliches Unding. Ich fand's gut, dass endlich mal auf der Mitgliederversammlung bei den Reden, die auch aus dem Präsidium da entsprechend aus dem Vorstand kam, dass das auch mal deutlich angesprochen wurde, weil wenn du dir anguckst, wie das an anderen Städten abgeht und dass die dann verstehen, was das für ein wichtiger Faktor ist für die Stadt, auch für das Image der Stadt drumherum, da muss man sich echt mal an den Kopf fassen, wie da wie die Kölner Politik da reagiert. Ne? Ja, da bin ich bei dir. Also ist tatsächlich, man wird so ein bisschen gegängelt, habe ich das Gefühl. Ich glaube halt, also vor allem machen wir uns nichts vor, das Gelände in Marsdorf, das ist Stand jetzt eine Fläche, Ackerwiese, wie auch immer. Also mir erschließt sich nicht, wo der Unterschied besteht, die Fläche zu versiegeln oder die am Geistbockheim. Das kann mir bitte jetzt einer erklären. Ja, jetzt kann man natürlich kommen, das eine ist Naturschutzgebiet. Ja, aber da ist jetzt keine rot getupfte Unke, die da irgendwo ihr Unwesen treibt, noch irgendwie eine Schneckenart oder was auch immer. Also ist doch fucking egal, welche Fläche du versiegelst. Tja.
Ja, du hast natürlich dieses Grüngürtel-Thema dann irgendwo da drin, aber meine Güte, also es reicht ja tatsächlich, also selbst wenn du diese Plätze jetzt baust, selbst dann hast du ja, bist du bei weitem immer noch nicht an der Stelle, wo du eigentlich hin musst mit einem vernünftigen Nachwuchsleistungszentrum, mit einer vernünftigen Infrastruktur drumherum. Das ist schon, es muss aber auf jeden Fall angegangen werden, ne? Weil so kann es halt tatsächlich nicht auf Sicht weitergehen. Und dann muss man halt einfach auch ein Stück weit mal aufeinander zugehen, wenn man sich als Stadt auch mal überlegt, wie gesagt, was für ein Wirtschaftsfaktor ein erster FC Köln dann da auch ist. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir werden es weiter im Auge behalten. Wenn es irgendwelche tatsächlich signifikanten Änderungen dazu gibt, wird es sicherlich auch nochmal hier im Podcast behandelt. Ja. Es gab ja auch einen offenen Brief jetzt, nicht nur vom FC, ich glaube auch von Fortuna, von Viktoria, von den Haien und noch andere Sportvereine. Generell, dass die Stadt Köln halt einfach viel zu wenig für alle Sportvereine machen. Gerade als angebliche Aushängeschild eine Sportstadt zu sein, liegt alles einfach auf dem Eis. Ja, Auch also normales ist. tatsächlich, ich finde es immer bezeichnend, dass gerade sich auch Frau Reker kann das ja auch gut, immer sehr toll, sich mit irgendeinem FC-Schal zu präsentieren und wie verbunden man dem FC ist. Und tatsächlich, ich habe nicht das Gefühl, also ich bin jetzt nicht in irgendwelchen Ratsgremien drin, deswegen fällt mir das natürlich ultimativ schwer. Ich habe nicht das Gefühl, dass man dort miteinander, sondern nur übereinander spricht. Und das ist schon sehr schade und war, glaube ich, wenig zielführend. Ja, und ich meine, unabhängig davon jetzt, wie und wo man da miteinander spricht, man muss ja einfach mal einen Strich drunter ziehen und mal auf das Ergebnis gucken. Das Ergebnis ist, dass sich einfach nichts bewegt in dem Zusammenhang. Und das ist, allein das reicht ja, glaube ich, als Schluss dann irgendwo auszusagen, okay, offensichtlich, da muss irgendwas mit der Kommunikation nicht funktionieren oder die Wertschätzung, die vielleicht auf der einen Seite da ja, gezeigt wird, wirkt sich zumindest nicht so aus, dass man das auch merkt am Ende des Tages, wie dann auch agiert wird tatsächlich, welche Beschlüsse getroffen werden, welche Möglichkeiten da geschaffen werden. Ja, es lässt mich selber auch ein bisschen ratlos zurück, ehrlicherweise, dass da so lange irgendwie um den heißen Brei rumgetanzt wird und man da irgendwie sehenden Auges immer mehr an Boden verliert, weil wie war denn diese Aussage hier? Sebastian Bonnau wurde doch irgendwie jetzt auch vor kurzem nochmal interviewt. Bei irgendeinem Interview habe ich das mitbekommen, wo er gesagt hat, ja, auch von hier in Wolfsburg, vielleicht verstehen viele den Wechsel auch nicht so richtig, aber hier hast du halt deutlich bessere Bedingungen drumherum. Das ist zum einen ruhiger und du hast natürlich auch deutlich bessere Bedingungen, was die ganze Infrastruktur und alles drumherum angeht. Und das musst du erstmal wieder aufholen dann, ne? Weil nur mit boah, wir sind der Stadtmillionär und so, ne? Da kriegst du die Leute halt auch nicht unendlich, ne? Und wir sind auch nicht als erster FC Köln nicht diejenigen, die jetzt irgendwelche Mega-Gehälter zahlen können. Du musst dann halt auch in der Infrastruktur schon was machen und musst das dann auch reizvoll haben, damit du dann halt auch genau das, was wir ja alle fordern und was wir auch alle sehen, dass du in die Jugend investierst, dass du da auch gute Erfolge aufweist. Das ist ja nicht Gott gegeben. Das musst du dir auch alles mit entsprechenden Reiz dann einfach auch für die Jugendspieler dann in der Infrastruktur dann entsprechend darstellen können. Ja, und das hast du in Maßstab nicht gegeben. Ganz klar. Ja. Ja, wird tatsächlich spannend sein, zu sehen, wie es da weitergeht. Wir werden es im Auge behaben. Habt ihr noch Themen rund um den FC, die wir besprechen wollen? Ich habe nichts weiter. Eine Frage, habt ihr gesehen, dass Dr. Wolf vor der Kamera war? Unser Präsi? Bei The Nein, wo? Zone? Nee, Nee. also ich Er hab's. wurde interviewt. Aha, okay. Ich war sehr erstaunt, dass er vor der Kamera war. Es ging natürlich um die FC-Stiftung, aber ich glaube, sonst hätte das doch der Werder sonst immer gemacht. Ne? Wird er gerade momentan ein wenig degradiert, dass er überhaupt nicht mehr vor der Kamera zu sehen ist? Werle. Ja. Ja, ich meine, es trägt wahrscheinlich nicht positiv irgendwie dazu bei, dass er ja auch so ein bisschen mit seiner Zukunft so ein bisschen kokettiert irgendwo und wie es
Ich meine, ich habe irgendwann irgendwie gelesen, dass man ihm jetzt auch ein Vertragsangebot unterbreitet hätte, seinen 2023 auslaufenden Vertrag jetzt vorzeitig zu verlängern und dass er das ausgeschlagen hat. Ne? Das ist, glaube ich, der letzte Stand irgendwo. Ne? Ja. Würdest du ihm dann ein Auge, würdest du ihm nachtrauern, wenn er gehen sollte? Tatsächlich nicht, weil ich nicht glaube, dass alles das, was ihm da zugeschrieben wird, kommt aus meiner Sicht nicht originär von seiner guten Arbeit, sondern ich denke, dass er das halbwegs bodenständig und vernünftig hinbekommen hat. Aber ich würde ihn jetzt nicht als dieses Finanzgenie bezeichnen, mit dem, was er aus Teilen der Fanszene heraus durchaus, wird er ja da auf einen Schild hochgehoben, wo ich sage, das jetzt verdient ist. Er hat dann natürlich Glück gehabt. Da waren in dem Zeitraum, wo er hier ist, dann auch einfach sich ein paar Rahmenbedingungen ganz positiv verändert haben, dass du aufgestiegen bist, dass es einen neuen TV-Vertrag gab, dass mehr Geld darüber reingekommen ist. Und wenn man jetzt mal so zurückguckt, sehe ich ihn jetzt nicht als den großen Sanierer des 1. FC Köln. Also bei mir hat er bei weitem nicht so ein positives Standing, wie er es offensichtlich bei anderen anderen dann irgendwo hat. Klar, ist natürlich alles jetzt auch schwierig zu beurteilen. Mit Corona hast du natürlich auch so einen ganz komischen Sondereinfluss mit drin, den hätte niemand voraussehen können. Und dass du trotzdem noch Eigenkapital hast jetzt am Ende des Tages, ich glaube, er kriegt das mit dem Fristenmanagement ganz gut hin. Das ist ja alles, was so das Management angeht, dass du die Finanzierung entsprechend gut aufstellen kannst. Auch was die Partner angeht, dass du da mit Rewe, mit Ford und mit Gaffel und mit UPS etc., dass das alles auf die Reihe bekommen hast. Klar, das ist auch viel auf seiner Seite. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist er jetzt nicht hier der Heiland, der den 1. FC Köln gerettet hat. Der hat da aus meiner Sicht bodenständige Arbeit gemacht, vernünftige Arbeit gemacht. Aber das kann auch jemand Drittes machen. Er wird auch nicht mehr Finanzchef sein. So wie ich das gelesen habe, kommt ja ein dritter Geschäftsführer, der dann Finanzchef werden soll. Und Werle soll dann eher die kaufmännische und Marketingabteilung leiten. Ja, mal gucken. Oder es geht tatsächlich nach Stuttgart, ne? Ja. Es würde mich verwundern. Also man darf auch nicht vergessen, Alex Werle kommt aus Stuttgart. Mhm. Er hat nie gesagt, ich bleibe für immer beim FC. Ich glaube auch, für den ist der FC ein Projekt. Mhm. Und wenn er jetzt in Stuttgart einfach für sich persönlich einen besseren Weg sieht, ich meine, jeder von uns kennt das ja auch. Also wenn morgen irgendein anderer Arbeitgeber zu mir kommt und mir astronomisches Angebot macht, dann weiß ich nicht, ob ich nicht einfach da auch dann grübeln würde. Ja. Also bitte. Nee, mach ja. Mhm. Also ich denke auch, dass die Zeichen auf Abschied stehen. Ich bin über einen Bildartikel gestolpert. Von einem Herrn Ulrich Bauer. Da steht bezüglich der Ablehnung der Verlängerung, schreibt er doch tatsächlich ein Denkzettel für Präsident Werner Wolf, der spätestens jetzt weiß, dass es ein Fehler war, nicht wesentlich früher mit Werle in die Zukunftsplanung zu gehen. Genau das war ihm und seinem Vorstand allerdings auch schon bei Ex-Geschäftsführer Armin Fee unterlaufen. Ich musste das mal gerade leider reinwerfen. Ja, der Gefälligkeitsjournalismus in Köln ist ja jetzt schon hinreichend bekannt und der ist auch in diesem Podcast schon hinreichend gewürdigt worden. Das ist ein Ding, dass tatsächlich da sich jemand hinstellt und sagt, dass also der Verlust ist dem Vorstand vorzuwerfen, Armin Fee verloren zu haben. Ein Denkzettel. Wenn das Denkzettel sind, die der FC nehmen muss, dann sollten wir bitte in den nächsten Jahren etliche Denkzettel mitnehmen. Weil, herzlichen Glückwunsch. Also ich fände es
Ich würde jetzt Werle da nicht irgendwie, also im Gegensatz zu Armin Fee würde ich Werle jetzt da irgendwie keinen Dreck hinterherwerfen wollen. Ich glaube, der hat, wie gesagt, seine Aufgabe, glaube ich, ganz vernünftig hinbekommen, aber ohne da jetzt irgendwelche großen Heldentaten zu leisten. Aber meine Güte, das muss ja auch nicht der Anspruch sein am Ende des Tages. Das muss er einfach nur hinbekommen. Und wenn ihn da jetzt sein Weg nach Stuttgart führen sollte, oder es war ja auch immer mal in Rede, dass er auch im DFB vielleicht eine Rolle oder in der DFL eine Rolle übernehmen könnte. Meine Güte, also Reisen soll man nicht aufhalten, und ich glaube, wir werden jemanden auch mit einer vernünftigen Qualifikation bekommen, der seine Aufgaben auch übernehmen kann. Da bin ich relativ entspannt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kann sogar der Keller, der jetzt kommt, übernehmen. Hat er ja auch in Regensburg bewiesen. Ja. Da hat er das ja tatsächlich sogar personale Union gemacht, ja. Ja, stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass man wahrscheinlich der FC auch sich dementsprechend dort breiter aufstellen möchte mit drei Geschäftsführern. Das macht ja auch Sinn. Und vielleicht tut uns so ein bisschen frischer Wind beim FC auch ein bisschen gut. Also tatsächlich. Richtig. Werle ist ja jetzt auch schon ein ganzes Weilchen da, ne? Und ja. Ich finde jetzt nicht, also er hat sich da, wie gesagt, ganz gut präsentiert, hat sich da gut eingefügt, hat auch mit dem ganzen Umfeld herum das gut zusammengebracht, aber ja, irgendwann ist es vielleicht auch mal gut, ne? Irgendwann kann man da auch mal sagen, hier, lass mal jemand anderen an Steuer. Genau. Ja, auch das wird sicherlich spannend sein, ja, wie Alex Werle uns noch weiterhin beglücken wird, oder ob er 2023 seinen Vertrag beendet. Die Frage ist ja auch, wenn Stuttgart ihn haben will, wird da der Vertrag aufgelöst oder gibt es vielleicht sogar eine Ablöse für Werle? Also ich bin gespannt. Also wenn Adi Hütter 7,5 Millionen Euro kostet und Nagelsmann 25 Millionen Euro, da will ich aber auch noch ein bisschen was sehen für Werle. Ja. Also lieber VfB Stuttgart, die Forderung an Sie ist raus. Genau. Wir möchten mindestens 10 Millionen Euro für Alex Werle haben, sonst kriegt ihr den. Ja. Und Tipp-Provision dann hier in die Saisonspende rein. Wisst ihr Bescheid, ja, ne? Genau, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht, ja. Ja, genau. Wie erreicht ihr uns denn? Nein. Ihr erreicht uns am besten über unsere Internetseite trotzdemhier.de, dann auf den Spenden-Button, und dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder über PayPal oder über Ko-fi uns Geld zu spenden. Macht das bitte logischerweise nur, wenn ihr das Geld dafür auch habt. Wir wissen alle, dass durchaus es Leute gibt, die Corona getroffen haben. Ihr spendet das dann an uns. Wir nutzen das Geld so ein bisschen für Auphonic, um die Audioqualität ein bisschen hochzutreiben, für den Server, für die Internetseite und Sonstiges. Machen natürlich damit keinen Gewinn. Alles, was am Ende des Jahres unterm Strich als Gewinn rausfließen würde, packen wir 1:1 in die Saisonspende. Wie gesagt, wenn jemand spenden möchte und wir jemandem Spaß machen, freuen wir uns immer sehr. Tatsächlich muss ich sagen, ich hatte ja gesagt, Mensch, ich weiß ja, wo ich euch erreiche. Der Reik hat zumindest Glück, der muss keinen Inkasso Moskau fürchten. Der hat tatsächlich uns schon die angedrohten 25 Euro überwiesen. Danke dafür. Ja, sehr gerne. Hat das bei PayPal gemacht. Also macht es wie Reik, spendet. Und Ach, dass ich das nochmal hören darf. Macht es wie Reik, wie schön. Macht es wie Reik. Hast du das jetzt nebenher gemacht? Hast du denn die 25 Euro da gespendet? Ja, ich habe da ja schon vorher mal irgendwann vor ein paar Sendungen irgendwann mal schon mal was rübergegeben. Ich glaube, im letzten Jahr in der Saisonspende. Und dadurch hatte ich das noch als Shortcut bei mir in PayPal drin. Und das ist dann der Reik hat uns auf Kurzwahl Taste 1. Kurzwahl Taste 1, genau. Genau. Ja. Ansonsten sind wir durch. Nochmal vielen, vielen Dank an den Jörn als Dankeschön. Podcast, ich habe zu danken. Als Podcast Neuankömmling in unserer kleinen Familiensendung. Hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, auch nochmal dir, Reik. Danke für das kurzfristige Einspringen. Klar, gerne doch. Und nächstes Mal dann, wie besprochen, erst wieder, wenn der FC gewonnen hat, und dann muss Dennis aber auch mit dabei sein. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Alles klar. Alles klar. Haut rein. Jo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Komm on FC. Ciao. Ciao. Ciao.